sind wir also beim Comicpark 2022. Ich bin's, der Andi, und ich habe wie immer vor euch ein bisschen vom Comicpark zu berichten. Habe auch schon meine erste Runde gedreht und möchte euch gerne meine ersten Eindrücke schildern. Das ist wie immer eine herausragend gut organisierte Veranstaltung. Wir haben hier eine Artist Alley, durch die ich gleich durchschlendern werde und der ein oder anderen Person natürlich wieder mein Mikrofon unter die Nase halten werde. Die Stimmung ist gut, es warten unzählige Menschen draußen. Ich habe mich vorbeigeschlängelt und irgendwie bin ich jetzt irgendwie einer der Ersten. Das heißt also, ich kann hier noch die Stille genießen. Und dann gibt es noch das über den Bereich Comic Corner. Im Bereich Comic Corner haben wir nicht nur die Händlerinnen und die Verläge. Dort haben wir vor allem auch die großen Künstler, die dieses Jahr alle angereist sind. Ganz unterschiedlich. Mal gucken, wen wir davon vor die Nase kriegen. Unter anderem Glenn Fabry ist dabei. Den kennt man als Cover Artist von Preacher. Und mit dem habe ich schon gesprochen. Der Dude ist absolut cool. Und ich sag mal so, das wird ja, glaube ich, heute eine sehr herausragende, gute Veranstaltung. Das erwarte ich nicht anders. Wenn der Ed sich um Dinge kümmert, dann funktioniert das eben auch. Und ja, mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich durch die Artist Alley laufe. Später gibt es ja noch die Parkbühne. Auf der Parkbühne werde ich zu einem späteren Zeitpunkt heute Mittag zusammen mit dem User Dantes vom Dantes Verlag und mit dem Alexander Kascht vom Insektenhaus Verlag einen großen Talk halten über das Verlegen von Comics letztlich. Und ich glaube, das wird auch ganz fluffig. Auch da werde ich versuchen, irgendwie eine Aufzeichnung zu ergattern. Und nun gucken wir mal, was passiert. Bis gleich. Das erste Gespräch heute führen wir mit einer jungen Frau, die hat einen Manga am Start. Den habe ich schon durchgeblättert und ich habe es als Manga erkannt und es ist, glaube ich, relativ explizit. Mal gucken, was sie uns heute zu erzählen hat. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hi, ich bin die Rita oder auch Akibos als Zeichnerin und ja, von mir ist der Manga Creek Wine. Ein Yaoi-Manga über zwei Geschwister, die sich sehr gerne haben. Zwei männliche Geschwister. Und wie es der Name schon sagt, mit ein bisschen griechischer Mythologie als Hintergrund. Und ja, also es ist nur eine Kurzgeschichte, kleiner Auszug. Mega nice, griechischer Wein, das kenne ich irgendwie aus einem Song, damit hat es ja, aber nichts zu tun, oder? Es war die Inspiration dazu. Ich nehme gerne so Liedtexte als Inspiration für meine Geschichten. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie kam es zum Entstehungsprozess, wie kam es zu dem Manga, warum nicht ein Lied gesungen, anstatt einen Manga zu zeichnen? Nein, also gesungen habe ich nicht, natürlich Musik nebenbei gehört. Das hat sich tatsächlich über viele Jahre entwickelt und immer wieder Ideen aufgeschrieben und dann irgendwann war ich so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte es auf Papier bringen und ja, so kam das dann. Also bestimmt 4-5 Jahre hat es gedauert, bis es jetzt veröffentlicht wurde. Ist ja auch, also Boys Love heißt das meines Wissens in dem Bereich. Wie kam die Inspiration? Liest du das selbst gern, so Boys Love-Geschichten? Oder ja, erzähl mal, wie kamst du dazu? Mehr oder weniger war es das Genre ausgewählt, weil es halt zwei Brüder sind. Deswegen lag es nah. Und ja, ich habe es auch sehr viel gelesen. Und liest du selbst sonst auch andere Manga? Ja, momentan lese ich den Manga Given, ist zwar auch Boys Love, aber ansonsten noch Beastar und momentan hole ich so ein bisschen Pokémon auf. Sehr gut, just the best. Ja, wie sieht's aus? Der Comicpark hat hier gerade begonnen, 2022. Wie sind deine ersten Eindrücke? Noch ist das Publikum über weite Teile, glaube ich, draußen verstreut. Ihr sitzt hier oben in der Artist Alley, ein bisschen erhöht, man muss ziemlich gezielt zu euch kommen. Wie sind deine ersten Eindrücke? Ich muss sagen, wir waren vorher in einer anderen Halle gewesen, direkt am Eingang. Das war halt vielleicht manchmal ein bisschen besser. Aber ich finde es schön, dass die Besucher jetzt wirklich auch den ganzen Park erforschen müssen. Weil es lohnt sich ja sonst gar nicht, weil die EGA ist so schön. Also mir gefällt's. Sehr gut. Dann wünsche ich dir vor allem auch viele erfolgreiche, möglichst Verkäufe und so. Und wünsche auf einmal viel Spaß. Danke dir. Ciao. Na klar. Tschüss. Und wieder Stich von der jungen Frau, die in dem Fall hier gleich drei Manga am Start hat, also offensichtlich schon ein bisschen länger zeichnet und generell Geschichten erzählt. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hi, ich bin Charlie. Hi, Charlie. Wir sind hier heute auf dem Comicpark und du hast uns tatsächlich drei Manga von dir mitgebracht. Erzähl doch mal so ein bisschen von dir. Manga, warum machst du eigentlich Manga? Das ist eine gute Frage. Also ich hatte damit angefangen mit 12, glaube. Da hatte eine Freundin den ersten Manga mitgebracht in die Schule und ja, ich hatte reingeguckt, dachte so, oh, geil, macht Spaß zu lesen. Und irgendwann hatte ich gedacht, okay, zeichnest du mal selber. Und daraus wurde dann in den Laufe der Jahren, jetzt ist glaube ich schon fast 12 Jahre, dann meine eigenen Geschichten, ja. Was für Geschichten sind das? Was inspiriert dich? In welche Richtung gehst du so? Stell uns doch mal ein bisschen deine Arbeit bitte vor. Also ich gehe also in die Richtung Beusdorf. Ich weiß nicht, warum gerade die Richtung, aber irgendwie spricht mich das am besten an. Ich mag sehr romantische Geschichten. Und ja, bei mir sind es dann halt hauptsächlich halt Beusdorf-Mangas und es ist halt
ja, ich weiß halt nicht, was genau ich dazu sagen soll. Ja, lass doch mal ein bisschen ins Detail gehen. Hier stehen die ersten zwei Bände von Vom Feuer geküsst vor mir. Es klingt auch wirklich mega romantisch. Um was geht's denn? Wen sprichst du an? Der Hauptcharakter Milo hat ein Feuermal und wird daraufhin auch in der Schule oft gemobbt. Und ich wollte da sowieso in diese Richtung gehen, weil ein Kollege von mir hatte auch ein Feuermal und der hatte mir auch ein bisschen Geschichten davon erzählt. Und ich dachte mir, ja, das passt doch. Nehmen wir den noch als Hauptcharakter. Und ja, er trifft halt irgendwann auf den Proleten Tyler und die kommen halt ein bisschen ins Gespräch und ja, daraus entwickelt sich dann halt doch ein bisschen Romantik und ja, das ist so die Hauptstory. Es gibt schon zwei Bände, sind noch mehr geplant? Ja, der dritte, das ist dann auch der letzte, dann ist die Story auch komplett erstmal abgeschlossen. Es wird noch einen Extraband geben, aber wann der rauskommt, weiß ich auch noch nicht, aber ja, der dritte ist gerade in Mache. Und dann steht hier noch dein drittes Werk, Komplementär, neben mir. Das hat sicher auch was mit den Farben zu tun, um die es da teilweise geht. Ich habe schon mal durchgeblättert. Welche Reihenfolge sind die denn entstanden? Erzähl doch mal ein bisschen was dazu, bitte. Komplementär war mein zweiter Band. Der kam direkt nach Vom Feuer geküsst 1. Ich wollte zwischendurch mal ein bisschen Abwechslung haben. Ich konnte nicht die ganze Zeit an einer Geschichte arbeiten. Ja, es spielt tatsächlich um die Farben eine Hauptrolle, weil die Charaktere sind ziemlich unterschiedlich und ich wollte das nochmal mit den Farben ein bisschen präsenter machen. Und ja, es geht hauptsächlich um die Farben in dem Spiel, in dem Manga. Das heißt, du hast ja auch ein Konzept gemacht zur farblichen Gestaltung, zur Kolo selbst. Ist es einfach jetzt nur gedacht, um letztlich die Unterschiede der Charaktere besser optisch erkennbar zu machen? Oder gibt es irgendwie noch ein Konzept dahinter, wie auch dieses Komplementär vielleicht aufeinander wirkt? Nee, eigentlich spielen die Farben nicht wirklich eine Rolle. Es war eher wirklich zu zeigen, ja, der Unterschied ist halt wie bei den Komplementärfarben am stärksten. Deswegen hatte ich gerade die Farben Grün und Rot gewählt. Und ja, ansonsten ist es eher so, was die Charaktere halt im Manga machen, die Hauptrolle dazu. Okay, du arbeitest jetzt am dritten Teil von Vom Feuer geküsst, auf den wir uns schon freuen können. Der Comic Park hat hier gerade angefangen. Erzähl doch mal, wie sind so deine ersten Eindrücke? Warst du vielleicht schon mal hier? Er sitzt hier jetzt wieder mal in einer ganz anderen Location, die aber, glaube ich, von den Temperaturen her deutlich besser ist, als das, was ich schon im Comic Corner gesehen habe. Wie sind so deine ersten Eindrücke vom Comic Park? Ich war schon mal hier gewesen vor ein paar Jahren und ich muss sagen, die Location ist ein Traum. Sie ist wunderschön und ja, die neue Location, wo wir jetzt sitzen, ist viel besser als die ursprüngliche. Es ist nicht ganz so warm, das stimmt. Und es ist sehr schön hell, weil wir sehr viele Scheiben haben. Also es ist ein Traum. Super gut. Lieber Charlie, vielen Dank für deine Zeit und vor allem noch viel Erfolg. Ciao. Ihr wisst, laufe ich hier rum in der Artist Alley und gucke mir vor allem die KünstlerInnen an, die ganz fertige Dinge dabei haben. Das heißt für mich insbesondere Comics, irgendwas, was Richtung fertige Geschichten geht und alles eben, was mich anspricht. Und auch hier bin ich gerade bei jemandem gelandet, der was ja Vollständiges am Start hat. Es sieht auch ein bisschen geil aus. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Und hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hi, ich bin Gelee-Regen. Hallo, Gelee-Regen. Erste Frage, cooler Name. Wie kam es dazu? Ich habe mir überlegt, wie ich mich nennen könnte für die Sachen, die ich so machen will. Und dann ist mir der Name eingefallen und ich dachte mir, nicht schlecht. Aber wenn ich mal einen ganzen Sprung erzählen soll, früher ging's los und dann war es nur Gelee. Und dann dachte ich mir, ja, ist schon ein kerniger Name, aber da geht noch mehr. Und dann bin ich auf das Wort Regen gestoßen. Und die Kombination von Gelee und Regen wird dann zu Gelee-Regen. Und daraufhin dachte ich mir, das gefällt mir noch ein bisschen besser. Man muss auch betonen, wie gut der Klang einfach ist. Die Worte, wie die ineinander fließen und im Gehörgang des Hörenden letztlich ein Gesamtwerk ergeben, das auch sehr gut durch deine Kunst ergänzt wird. Vielleicht magst du uns die mal ein bisschen beschreiben. Was machst du eigentlich? Ich mache vor allem Comics und Actionfiguren. Und naja, es sieht alles immer so ein bisschen schleimig aus und unheimlich, aber auch auf eine andere Art und Weise süß und vertraut. Und am liebsten benutze ich die Farben, die in dem Pastellspektrum sind. Ja. Und nun hat es das Ganze auch in verschiedene Comicwerke geschafft. Vielleicht magst du uns da mal vorstellen, was du heute damit dabei hast. Worum geht's? Also, ich habe eine Comicreihe, die heißt Burn Faces. Das ist ein Weltraumabenteuer mit bösen Aliens und einem gescheiterten Protagonisten, der versucht, aus einem Raumschiff zu entfliehen und dabei richtig viele Aliens tot macht. Dann habe ich noch eine schöne Geschichte über eine dystopische Zukunft. Das Buch heißt Barbarian Nightmare in Steroid Hell. Und wie es der Name schon sagt, ist in der Zukunft die Welt mit Steroiden verpestet und alle Lebensformen werden einfach unfassbar muskulös.
Das heißt, es gibt nur noch Kreaturen, die tagtäglich um Leben und Tod kämpfen. Und weil das so viele Steroide sind, zerläuft ihnen das Gesicht und deswegen haben die alle Totenköpfe. Und in diesem Buch trifft er auf einen Jelly Demon, also halt auch wieder so ein Gelee-Ding. Und der ist vielleicht nicht ganz so cool, wie er eigentlich scheint. Deswegen heißt das Buch auch The Cool-Looking Jelly Demon, which is probably not that cool at all. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Genau, und das letzte fertige Ding, was ich mit habe, ist Bedwetter. Das ist ein kleines Comic, das habe ich jetzt als letztes gemacht. Da geht's um, ich glaube, das ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Es geht viel um Skateboardfahren, Liebe und Selbstverteidigung. Das sind auch alles, wie mir scheint, volle Genre-Geschichten, die offensichtlich auch ein genreverliebtes Publikum ansprechen. Gibt's von dir auch irgendwas Süßes mit kleinen Rehkitzen oder ist es alles so die Richtung? Naja, Süßes Gelee-Rehkitz. Na, das Bedwetter ist schon richtig süß. Da war ich vor allem bestrebt, keine explizite Gewalt und Fäkalien darzustellen. Und das ist mir auch gelungen. Top. Ja, geil. Und vielleicht nochmal kurz zu dir. Wie bist du eigentlich reingerutscht in dieses Comic-Ding? Also ich meine, Kunst machen und dann vor allem auch wirklich explizite Kunst, die da auch ein besonderes Publikum anspricht. Erzähl doch mal ein bisschen zu deinem Werdegang. Also angefangen hat es bei mir eigentlich mit, ich habe halt früher für Konzerte bei uns im Club in der Gegend Flyer gemacht, habe dann irgendwie alles schön mit den Punkkonzertplakaten zugetackert und dann kam mir irgendwann die Idee, dass ich eigentlich Lust habe, eigene Actionfiguren zu machen, habe dann damit angefangen, die Figuren zu modellieren und zu machen und dann hatte ich irgendwann ganz tolle Figuren, wie du sie hier auch am Tisch siehst und dachte mir, eigentlich wäre es cool, wenn es da irgendwie noch eine Hintergrundgeschichte gibt und dann ging es los, dass ich Burn Faces gemacht habe, das war quasi das Comic zu einer der ersten Figuren, die ich gemacht habe und daraufhin hat sich der Rest dann eigentlich wie selbst entwickelt. Gibt es von dir dann auch so, wenn du sagst jetzt Punkkonzerte und Poster, gibt es von dir auch so CD-Cover und so? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ich habe beispielsweise für einige Bands schon Artworks gemacht und ja, natürlich auch immer der Klassiker ein T-Shirt. Dann kommt mal ein Freund an und sagt, hey, Gelee-Regen. Eigentlich reden die mich dann mit dem normalen Namen an, aber ich sag mal Gelee-Regen. Dann sage ich, na Kumpel? Und dann sagt die Person so, hey, kannst du mal ein T-Shirt machen? Dann sage ich, danke, klar, gern. Und dann passiert das. Mega. Und dann fiel mir auf, dass die nicht nur alle Englisch heißen, sondern beim Durchblättern hatte ich vor allem auch alles komplett auf Englisch gesehen. Ist es Absicht? Stimmt der Eindruck? Ist alles von dir englischsprachig? Und wenn ja, warum? Es ist Absicht, einfach um den Markt nicht auf den deutschsprachigen Raum zu begrenzen. Also ich denke mir, wenn ich irgendwie einen Comic machen will, habe ich auch Bock, dass das so viele Leute wie möglich lesen können. Und Englisch ist da halt einfach am gängigsten. Und macht auch Spaß. Außerdem verbessere ich so meine Englischkenntnisse. For sure. Alright. Und wie sieht's aus? Das ist hier der Comic Park 2022. Ein bisschen andere Location, diesmal für die Artist Alley. Warst du schon mal hier? Und wie sind deine ersten Eindrücke vom Park? Ich war 2020 schon mal hier. Da war es auch sehr schön. Da war es draußen. Das hat mir ein bisschen besser gefallen, weil man da noch ein paar Sonnenstrahlen abbekommen hat. Hier ist ein bisschen nicht so sonnig. Aber bisher muss ich sagen, ist ein Samstag. Die Leute kommen langsam an. Gibt schon die ersten interessierten Blicke. Ich werde interviewt. Könnte schlechter sein. Super. Lieber Gelee-Regen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem auch viel Erfolg heute auf dem Comicpark. Ciao. Genieß die Zeit. Die nächste Dame hier, die hat auch wieder zwei Sachen am Start, die ich unheimlich ansprechend finde, weil mich da so zwei, also vier sind es ja, also mal leuchtende blaue Augen anschauen. Mal gucken, was sie mitgebracht hat. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hallo, ich bin Elisabeth. Hi Elisabeth, wir sind hier auf dem Comicpark 2022 in der Artist Alley und du hast uns tatsächlich zwei Sachen mitgebracht, die irgendwie denselben Titel tragen, aber fortlaufende Bände sind. Die Rede ist von Wetterleuchten. Was hast du uns denn da heute mitgebracht? Also Wetterleuchten ist ein Familiendrama. Das ist eine Geschichte, an der ich ganz lange geschrieben habe und jetzt ist gerade der zweite Band erschienen und Band 3 ist schon in Arbeit. Insgesamt werden es nachher 8 Bände und es ist halt ein bisschen schwieriger unterzubringen, weil es halt nicht so ein Mainstream-Manga ist, also weil es halt nicht so wie Boys Love die Leute einfach direkt catcht und anspricht, sondern ein bisschen anspruchsvoller auch in der Story ist nachher. Lass uns auch mal ein bisschen ins Detail gehen. Gibt es irgendein Genre, das du dann alternativ, sag ich mal, zu Boys Love irgendwie bedienst? In welche Richtung geht es denn inhaltlich? Also inhaltlich ist es die Geschichte von, die Hauptfigur heißt Cynthia und sie wächst in der Familie auf, wo alle ein bisschen anders aussehen als sie, nur dass sie die Augenfarbe ihrer Mutter hat. Das ist das einzige Verbindende innerhalb der Familie. Und sie fühlt sich halt immer ein bisschen deplatziert und dann findet sie aber heraus, dass sie einen anderen Vater hat. Und
trifft ihren Zwillingsbruder durch einen Zufall. Das passiert halt im ersten Band schon. Und dann geht es halt eigentlich darum, herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Was ist meine Familie? Sie findet ja auch raus, dass sie Halbgeschwister hat, dass das nicht ihre Vollgeschwister sind. Sie will natürlich wissen, wer ist ihr Vater? Wie ist das Ganze passiert? Also es ist dann auch die tragische Geschichte der Liebe der Eltern und Wetterleuchten halt, weil das die Vergangenheit halt einfach in die Gegenwart dann leuchtet. Also einfach vom Weiten immer noch eine Rolle spielt und stattfindet. Ach toll, ist das, kann man sagen, dass irgendwie so dieser, ich sag mal, Coming-of-Age-Gedanke damit drin steckt? Ja, es ist schon so ein Erwachsenwerden, seinen Platz finden und wer man eigentlich dann halt auch ist, rausfinden. Also der Hauptgedanke war eigentlich, dass, was ist Familie? Weil es gibt ja heutzutage viele Patchwork-Familien. So, meine Mom kommt selbst aus einer riesen Patchwork-Familie, hat fast nur Halbgeschwister, Adoptivgeschwister und so. Und ich finde es einfach interessant, so wann hat man Emotionen für jemanden und wann ist es halt einfach, also man kann ja auch mit Geschwistern aufwachsen und trotzdem keine Verbindung zu denen spüren. Und das war halt für mich einfach so, sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht nochmal zu dir. Wer bist du eigentlich? Wie bist du in das Manga-Ding reingekommen? Warum zeichnest du gerne? Offensichtlich tust du das. Du hast ja auch hier verschiedene Illustrationen am Start. Erzähl doch mal ein bisschen zu dir. Also ich bin selbstständige Künstlerin, jetzt seit 12 Jahren, komme hier aus der Nähe von Erfurt, aus einem winzig kleinen Dorf und habe eigentlich mein ganzes Leben lang schon gemalt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals nicht gezeichnet hätte. Habe auch immer schon Comics gelesen. So bevor ich lesen konnte, habe ich schon Comics gelesen. Und habe dann verschiedene Ausbildungen gemacht, so als Spielzeugdesigner zum Beispiel. Und mich danach dann selbstständig gemacht und das mache ich jetzt seit fast 12 Jahren. Genau, und nebenbei halt noch einen Aushilfsjob, mal irgendwie muss man ja Geld verdienen, fest, ne? Aber ja, und das ist halt, jetzt wohne ich in Hamburg und bin damit ziemlich glücklich mit der ganzen Sache. Und wie kam es dann zu den Mangas? Liest du selbst Mangas und wolltest dann selbst mal ausprobieren oder hast du eh schon viel gezeichnet und wolltest dann mal in die Richtung gehen? Erzähl mal. Ich wollte eigentlich nie einen Comic machen, ganz ehrlich. Ich habe immer gedacht, oh, das ist so viel Arbeit und das zu verkaufen ist so schwer. Und aber irgendwie hatte ich dann diese Geschichte im Kopf und wollte sie dann halt gerne umsetzen. Und Mangas gelesen, also ich habe schon Animes geschaut, bevor ich wusste, dass es Animes sind. Damals auf RTL 2, Anfang der 90er. Und dann irgendwann kamen ja dann die Sailor Moon-Mangas raus und dann kam Dragon Ball. Also ich bin damit halt groß geworden in der Zeit, wo alle Mangas auf dem A4-Zettel gepasst haben, die es deutschlandweit gab. Oder noch ein kleineres Stück Papier. Mhm. Da konnte man halt echt sagen, ich besitze alle Mangas, die es auf dem deutschen Markt gibt. Das ist lange her inzwischen. Aber dann ist man da halt so reingewachsen und ist halt im Endeffekt so ein bisschen Urgestein. Und ich habe dann auch die Manga-Szene natürlich mit aufblühen sehen und auch die ganzen Conventions. Seit 2012 bin ich halt auf Artist Alleys unterwegs und ja, irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass ich halt gesagt habe, ich möchte diese Geschichte gerne auch zeichnen und habe dann angefangen, mich mit dem Thema Manga selbst machen halt auseinanderzusetzen. Aber ich wollte auch nie Künstlerin werden. Ich wollte immer einen festen Job haben und das nebenbei machen und jetzt bin ich das seit 12 Jahren. Also Lebensplanung ist indirekt ein bisschen gescheitert. Man sollte nicht so viel planen, sondern es nicht kommen, wie es kommt daneben. Die Geschichten, die das Leben schreibt letztlich. Ja. Du hast gemeint, dass du auch hier ein bisschen verwurzelt bist und aber auch eine ganze Menge weitere Conventions und Comic-Veranstaltungen dieser Art kennst. Vielleicht kannst du mal dann aus deiner Perspektive so ein bisschen Vergleiche ziehen. Wie sind deine ersten Eindrücke hier vom Comic-Park? Warst du vielleicht schon mal hier? Was sind deine ersten Eindrücke auch von diesem Jahr? Vom Comic-Park. Also ich habe tatsächlich damals, bin seit dem ersten Comic-Park dabei. Ich war letztes Jahr nur nicht da, weil ja dann die EGA und die Buga war, ne? Und ansonsten bin ich eigentlich seit Anfang an vom Comic Park und ich bin auch immer sehr gerne hier. Das für mich ist natürlich ein Heimspiel, weil ich halt einfach nach Hause kommen kann. Und ich mag auch, dass man, wenn wir Probleme hatten in der Artist Alley, im ersten Jahr gab es ein bisschen Probleme und dann hat man das angesprochen und dann haben die Organisatoren sich auch sofort drum gekümmert. Also ich kann nicht viel sagen, was außerhalb stattfindet, weil ich immer nur die Artist Alley kenne und den Weg zur Toilette und wieder zurück. Und ich weiß, wo es Essen gibt. aber für mich als Künstler, ich fühle mich immer sehr wohl, ich fühle mich aufgehoben und mir macht das dann auch tatsächlich Spaß, weil man das Gefühl hat, das wird ernst genommen. Man ist ja nicht einfach nur da, um eine Geldeinnahme zu sein, um den Tisch zu bezahlen, sondern die wollen halt wirklich, dass wir uns wohlfühlen und dass es uns hier auch gut geht. Da liebe Grüße an Ed und Sarah an der Stelle, die das Ganze organisieren. Weil du gerade das Thema Geld angesprochen hast, du musst keine Zahlen nennen, aber gerade so im Vergleich zu anderen Veranstaltungen, wie funktioniert für dich da der Comic-Park? Das ist ein bisschen, es gibt vor Corona und es gibt nach Corona. Und ich bin jetzt auch noch nicht wieder auf so vielen Conventions vor Corona. Lief das richtig gut, weil ich inzwischen natürlich über die Jahre hinweg einfach ein Sortiment entwickelt habe, was sich verkauft, ne? Und ich einfach sagen konnte, okay, ich gehe da an den Wochenende hin und ich kann von diesen Conventions auch leben.
Und jetzt ist das halt alles so ein bisschen zusammengebrochen und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute auch noch ein bisschen zaghaft sind. Also die freuen sich, dass wieder Conventions sind und die wollen auch wieder Geld ausgeben, aber jetzt wird ja auch alles wahnsinnig teuer und ich kann jeden verstehen, der sich lieber einen Apfel kauft als einen Comic. Also das absolut. Deswegen ist es halt schwer zu sagen, wie es jetzt wird. Aber vorher, doch, man merkt halt auch immer, wenn die Leute halt, wenn das Wetter schön ist, ne, dann kommen halt mehr Leute. Aber für mich lohnt sich das. Aber es ist auch immer sehr unterschiedlich, weil das Klientel muss halt auch deine Sachen mögen. Und jede Convention ist ein bisschen anders und einem Jahr läuft sie richtig gut und im nächsten Jahr dann nachher wieder gar nicht. Also da gibt es leider kein Rezept für. Man weiß auch nie, was läuft. Auf der einen Veranstaltung verkauft sich der Button und auf der nächsten Veranstaltung verkauft er sich dann gar nicht. Dafür verkaufen sich die Sticker wie doof. Und das ist halt immer so ein bisschen russisch Roulette auch tatsächlich. Deswegen muss man da halt auch nicht rangehen mit, ich muss jetzt so und so viel Umsatz machen, sondern ich möchte da Freunde treffen, ich möchte Spaß haben. Und das ist halt eigentlich so das Wichtigste. Weil dann geht man auch mit einem guten Gefühl nachher aus der Veranstaltung. Ja, sehr interessant. Vielen, vielen Dank da auch für die Einblicke dazu und vor allem wünsche ich dir jetzt noch auch jede Menge Erfolg vor allem auch. Danke dir, ciao. Danke. In unserem nächsten Gespräch werden wir versuchen, so ein bisschen Englisch, so ein bisschen Deutsch zu sprechen, denn die beiden Damen vor mir, davon ist eine aus Großbritannien und die andere Dame hier spricht offensichtlich Deutsch und sie haben auch gleich drei Sachen am Start. Ob sie bei allem dabei waren und was wir hier eigentlich gleich machen werden, das kriegen wir jetzt gemeinsam raus. Hi, my name is Andy. Who are you? I'm Sophie. I'm Helen Greetham. Hi. I came here and I saw several comics. That's why I talked to you. Please, but first of all, please tell me, who are you? Okay, so I'm Sophie. I'm from Dresden. So, ich kann Deutsch sprechen. Das ist kein Problem. I'm the artist for all the prints and some of the comics here that are basically just mine. And then we also have comics that are anthologies from a webcomic collective, the Spider-Forest webcomic collective. And yeah. So do you want some? Yeah. So my name's Helen and yeah, I've come from the UK to visit Comic Park and my friend here. And I'm also a member of the Spider-Forest webcomic collective. And mein Deutsch ist schrecklich, so Entschuldigung. Mine too. Where do you know each other from? We met through being part of Spider Forest. Yeah. So this is, we met in person for the first time yesterday after talking online for many years. Many years. It could have been 4 or 5 by now. So you already named something called Spider Forest. So what the heck is Spider Forest? Spider Forest is a collective from different webcomic artists. I think we have 70 artists by now, and I think we have about as many comics by now. A couple of them are finished already, and others are still updating weekly or monthly on the website. And yeah, it's basically just user-driven, and every user has a voice in everything. So we just put ourselves together to be a little bit more of like a marketing effort and just to show here's a curated gallery of comics that we recommend you read. So, Web Artist Comic Collective, and there's a special website I can see your stuff, or are you on Webtoons and Tapas and so on? Okay, yeah, we have a main website where every comic is listed, and that is spiderforest.com, which is also on the card here, which listeners cannot really see, but... We'll find the links in the show notes below. Yeah, you can see our entire array of comics there, and you can also click those comics and get to the individual websites they are posted on, but some of them are also on Webtoon, some only on their own websites. Some you find on Comic Fury too, and is there another place still, or did they all close down again? And Spider Forest, the website has a really good search feature. So if you want a story with something in particular, you can type it in and it'll show you all the comics that have that. It's very clever. Is there a special main topic for Spider Forest or some kind of art stuff, art skills, something special? I mean, there are primarily fantasy and science fiction comics, but technically every comic is welcome. We are trying to broaden everything a little bit with each upcoming application season, because new members have to send an application to be accepted at some point. And I think the next application season is even in June. Mm. So
if you wanted to check it out, that's the point to do it. So yeah, we like having new members, so. Yeah, but good members said you need special skills and you don't take anybody. There is an application process, so we vote as a community to accept people. We also work with people giving feedback on their comic if they want to apply again. And it's all quite friendly, like, because we've all been there ourselves and we know how hard it is to try to apply to things. So it's a very kind of friendly, accepting community. So let's talk about the stuff you brought us today, especially the comics. Let's start with the Spider-Forest anthologies first. What do I have here? What do you have here? These are collections of short stories, all done by our members. Some of them are done by past members. They left the collective because they finished their comics or tried to do something else. But they are themed around different things. The first volume was the theme of spiders and forests because we had to incorporate our title or webcomic collective's name somehow. Then the second we did was A Gallery of Rogues. Then we had a third one that was Haunted, which I don't have here because I do not have a story in it. And then the fourth one that is Secret Places, which is just like people going to secret places, having hideouts, kids finding something, or just, you know, lovers going to a secret thing that is just their place. And we actually did a fifth too, which just funded on Kickstarter. And we are still waiting for the books to be printed, so none of them here. But that was about creatures, so just animals, mythical animals, normal animals, aliens, so everything there. So as far as I can see, there are webcomics. They're all online, and yeah. This is the printed version of the same comics, right? No, it's not of the same comics. It's just special stories. Some of them relate to the comics, and some are just standalone stuff. Interesting. So sometimes I see that the online artists, after they're finished with their stuff, they print it. Because to me, it seems like, okay, lots of them are saying web is everything. I just want to be famous on the internet. But after all, they print this stuff to make money. Is that an idea you can understand? Do you think so too? I can totally understand that because my comic, Swords Journey, was primarily a rap comic for 7 years now. I finished drawing it last year and then I just went about printing it because having a story you've been working on for years in your hands is something different than just seeing it on a screen the entire time. So yeah, it's definitely something like, I can hold this. I can also go to people and just show them, here's a comic, you don't need an internet connection to go there and read it. Yeah. I find it hard as an artist, making a digital comic, I think, how can I make this so that one day I could print it? Do I want to print it? If I decide I don't want to print it, can I be more creative in the format? So, yeah, I understand that because I finished a few comics. I have one called Earth in a Pocket, and I've never printed that just because it would take a lot of reformatting to get it to work as a print comic. So yeah, but then it is nice to have something you can hold in your hands and turn the pages. So after all, you're doing everything by yourself. It's completely a self-made comics. Are you interested in being published by a publisher? Yeah, I would like to be published. I've been going through the process at the moment of talking to publishers and partially for me, that's because I like writing things for children. And I think that's a really hard audience to get to with webcomics. They tend to be a little bit too young, the kind of readers that I want. So I'm looking to work with traditional publishers just for that reason, really, to be able to make children's comics. But it's a difficult process to go through. Lots of people saying no, or we like this, but not now. So it has its own challenges compared to self-publishing, where then you've got to find an audience, and that's difficult too. So both have difficulties, they're just different. So after all, let's talk about the other two comic stories you brought us, especially Soul's Journey. What is it about? It's about a runaway prince who gets turned into a wolf by some cursed jewelry.
and he has to find a way back to become human. And it's not quite as easy when you were a prince and then suddenly you have to eat raw meat. There are two books. Is it a special printing or is it the first and the second one? It's just one volume and then the other one. It's a completed story at this point. I just printed it as two books because it was too expensive to print it as one omnibus, unfortunately. Otherwise, I would have really done that. And it's been a work of 7 years by now, and the comic is still updating online. It still has a couple of pages left until it's done there. But the printed version is complete, and I think there's also an ebook version in my shop. There's an ebook version in my shop. And it took a long time. I'm glad to be done. And the third one's called Silent Ocean. Is it about a mermaid, isn't it? That's about a mermaid, yes. I did this 2 years ago for Mermaid, which is a drawing challenge in May where you just draw mermaids the entire month. And I decided I put my spin on it and just do a story with it. And I decided to do it in as little words as I could. So I think there's only two pages in there that actually have words. Otherwise, it's just told in pictures. And basically, this mermaid is rescuing somebody from drowning, and then she lets her curiosity get the better of her and just is around him a little bit. And accidentally, it's the reason why he... Spoiler. So, last question for today. What are your first impressions here at the Comic Park 2022? It's a gorgeous location. It's the first time I'm really here in the Eger Park area, and it's a gorgeous location. I really love it. It's a little bit slow at the moment, but I think we're only 2 hours in, so that's totally understandable. Yeah, it's just so nice to be here outside and having lots of green space. So, it's a really great setting. I think it's much nicer than having a convention that's just in a big warehouse or a hall where there's nowhere to take photos. So, especially for really cosplayers. Yeah. Like, this is probably a dream location to do that. It is. It really is. Yeah, so thank you very, very much, and I wish you the best here for the Comic Park. Ciao. Thank you. Wir sind jetzt im Comic-Corner und hier sind viele alte Bekannte des Tele-Stammtisches am Start. Ich brauche euch die nicht alle nochmal jetzt hier vors Mikro holen, denn ihr wisst in vielen Fällen schon, was, keine Ahnung, beim Rainer Engel, beim Sascha Dörp oder auch bei Danny Books aktuell ist. Was bei den Kollegen vom Insektenhaus Verlag und vom Dantes Verlag läuft, habt ihr gehört in dem Talk. Und nun bin ich hier bei zwei jungen Herren, die haben was Geiles am Start, was wir vor kurzem in Teilen auch schon bei den Comic-Cookies besprochen haben. Und was es genau geht, das kriegen wir jetzt raus. Hallo, ich bin der Andi, wer seid ihr? Ich bin der Frank von der Retrofabrik und ja, ich bin einer der zwei Leute von der Retrofabrik. Wir sind jetzt heute zum ersten Mal hier und schon den halben Tag jetzt und dann gucken wir mal, was noch auf uns zukommt. Und du bist dann die andere Nummer eins von Retrofabrik? Genau, ich bin der Mustafa, die andere Hälfte von der Retrofabrik und wir freuen uns hier zu sein und mal zu präsentieren, mal zu zeigen, was wir haben und es gibt auch einiges zu zeigen. Retrofabrik, das klingt so, als wäre Nostalgie eine Sache, mit der ihr euch ganz gut auskennt. Stimmt das? Und wenn ja, was genau macht ihr eigentlich? Also man kennt uns jetzt bisher von Masters of the Universe Comics, die wir aus den 80ern quasi wieder neu aufgebracht haben, restauriert in Sammelbänden. Unser erster Band waren die Interpart Comics, falls das jemand kennt aus den 80ern und damit aufgewachsen ist. Das war halt aus dem Interpart Verlag und aktuell sind wir dabei, aus dem Harper Verlag auch Comics von Masters of the Universe aus den 80ern zu restaurieren und rauszubringen. Dabei handelt es sich um eine Magazinreihe, die 21 Hefte zusammengetragen hatte und die kommen bei uns jetzt in 7 Bänden raus mit 3 Magazinen pro Band. Also ein ganz eindeutiger Schwerpunkt aktuell, wie ich ihn sehe, auf Masters of the Universe und He-Man. Warum eigentlich? Naja, das resultiert so ein bisschen aus der Kindheit. Also wir sind beide halt aufgewachsen mit dem ganzen Thema und so um die 2000er rum kam halt die Idee bei mir auf, halt diese Interpart-Geschichten wieder zu veröffentlichen. Es hat dann 16 Jahre gedauert, bis es dann geklappt hat. War eine lange Reise mit Pausen zwischendurch und... Masters of the Universe ist halt Kindheit. Ne? Das kennt jeder aus dem Kinderzimmer. Wir haben damit gespielt. Ich hatte von den Heften sogar noch welche zu Hause, damals aus meiner Kindheit. Und
ja, das war halt so das Ding. Wir sind dann, also wir sind selber große Fans, auch dann immer wieder, also das hat natürlich nachgelassen, aber dann gab es ja den Boom so um die 2000er rum, dann kam dieser neue Cartoon und dann kam das wieder so ins Bewusstsein der Leute zurück und ja, da sind wir dann halt ein bisschen auf den Zug aufgesprungen, muss ich sagen. Aber auch wirklich, das war eine Herzensangelegenheit, weil die Interpart-Comics, die sind halt einfach super gut gealtert auch. Und da haben wir uns immer gefragt, warum bringt die keiner raus? Und dann haben wir es halt selbst gemacht. Und wie kommt man da an diese Rechte ran von dieser Figur, die wirklich ja ganz viele Menschen kennen, die auch durch die Generation hinweg, jetzt auch ganz aktuell, wieder neue Interpretationen bekommen hat? Das ist bestimmt nicht so super easy und vor allem günstig, die Lizenz für Masters of the Universe Sachen zu bekommen, oder? Ja, also die Masters-Lizenz ist natürlich nicht günstig und da haben wir uns auch mit Mattel, beziehungsweise aktuell ist es mit Universal zusammengetan, mit denen das besprochen, die Lizenz dann auch bekommen, haben natürlich dafür auch was hingeblättert, aber es bleibt bezahlbar, sag ich mal, und es hat sich auch so für uns insofern gelohnt, dass wir weitere Projekte angehen konnten. Und wir stecken auch eigentlich das, was wir davon verdienen, meistens in weitere Projekte rein. Und das werden wir wahrscheinlich auch demnächst immer so weitermachen. So richtig reich werden davon, darum geht es nicht wirklich. Es geht wirklich darum, dass wir Spaß daran haben, was für die Nachwelt rausholen und was Eigenes schaffen. Und eigentlich auch was für uns Eigenes, für unser Regal was haben. Es sind ja Reprints bereits erschienener Sachen. Frage 1, gibt es irgendwann auch aktuelle Comics, die, glaube ich, bei Panini auch erschienen sind? Ist das auch angeplant oder bleibt ihr eher bei diesen Retro-Inhalten? Wir bleiben wahrscheinlich bei unseren Retro-Inhalten. Es gibt von anderen Verlagen Sachen, die nur auf Englisch rausgekommen sind zum Beispiel, die halt auch Retro-Sachen sind, was auch im Masters of the Universe-Bereich ist. Das wäre vielleicht auch noch interessant für uns, was wir rausbringen könnten, auf Deutsch zum Beispiel. Wir sind aber auch nicht unbedingt fixiert auf Masters of the Universe. Also wir bringen demnächst einen weiteren Band raus, der heißt Volta. Das gab es so nicht in Deutschland bisher. Ist von dem Zeichner Alfredo Alcala, vielleicht kennt den der eine oder der andere. Der hat früher halt auch die Mini-Comics der Masters of the Universe gezeichnet. Und das ist halt auch etwas, was ganz anderes, was vielleicht so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt wie He-Man. Die Figur sieht halt sehr ähnlich aus. Aber es ist halt auch schwarz-weiß, was ganz anderes quasi. Wie sieht es denn mit dem Redaktionellen aus? Ihr habt da jetzt Vorlagen, die jetzt schon echt ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Habt ihr nochmal Zeitkraft und was auch immer investiert in neue Übersetzungen und Layout-Anpassungen? Genau, wir haben also das ganze Bildmaterial, das haben wir eingescannt und restauriert. Wir haben da Farbverschiebungen korrigiert, Farbfehler haben wir korrigiert. Beim Interpart-Band noch ein bisschen extremer als jetzt bei eHapa. Da haben wir uns ein bisschen zurückgehalten, aber halt wirklich sehr viel dran gemacht. Dann haben wir die Texte bei den eHapa-Comics komplett neu gesetzt, weil das war halt diese alte Schrift, die in den deutschen Comics war. Die kennt man aus den Condor-Comics und was weiß ich nicht. So eine ganz normale, serifenlose Schrift war das. Das haben wir halt angepasst. Und wir haben halt auch gesagt, wir wollen da noch ein bisschen Mehrwert liefern und haben da auch tatsächlich viel redaktionellen Beitrag mit eingefügt. Wir haben halt Interviews mit den Machern, die damals an den Comics gearbeitet haben, haben wir drin. Jetzt zum Beispiel im nächsten Band, nehme ich schon mal ein bisschen vor, da ist ein Interview mit dem Zeichner drin. Und wir haben dann halt auch versucht, die halt noch mehr einzubinden. Den ersten Band der eHapa-Reihe hat zum Beispiel der Esteban Maroto gezeichnet. Das ist der Künstler, der damals die Cover der Originalmagazine gemacht hat und der Poster. Und genau, das ist halt so das, wo wir wirklich Wert drauf legen, dass die Leute noch ein bisschen mehr bekommen als nur die Geschichten. Und wie sieht's aus, Fragen noch zum Schluss, mit eurer Zielgruppe? Wollt ihr eher so diese wirklich Leute, die den nostalgischen Ansatz haben, damit irgendwie ins Boot holen? Oder sind durch diese, sag ich mal, He-Man ist eine zeitlose Figur, die immer wieder neue Sachen hat. Wollt ihr auch neue Kundschaft für dieses Thema gewinnen? Ja, da haben wir schon natürlich den Anspruch, da auch neue Leute für begeistern zu können. Mhm. Also natürlich in erster Linie ist die Zielgruppe ganz klar, das sind die alten Fans. Aber das Schöne ist ja bei Masters, das hört ja nie auf, das geht ja immer weiter, ist ja aktuell wieder in aller Munde und man kriegt halt auch mit, dass die Leute, die das von früher kennen, das so ein bisschen weitergeben an die nächste Generation, in ihrer Familie, an Kinder und so weiter. Und die wollen wir natürlich auch ansprechen, ganz klar.
Und dann noch gezielt die Abschlussfrage, insbesondere bei eben He-Man, Masters of the Universe und so, da gibt es ja auch aktuelle Serien, ne? Auch Netflix und Co. Ich kenne sie gar nicht oder nur punktuell. Wie ist eure Meinung dazu? Das würde mich auf jeden Fall noch interessieren. Ja, also wir haben uns, also ich habe mir zum Beispiel sehr gerne angeguckt, obwohl es da natürlich schon ja, zu Diskussionen geführt hat, warum das jetzt dies und das speziell anders war, als man es kennt zum Beispiel. Aber im Ganzen gefällt mir das eigentlich sehr gut. Mich interessiert halt auch, dass es mit He-Man auch weitergeht, dass es sich da entwickelt, dass es da überhaupt eine Entwicklung gibt. Und ich finde es gut. Also, steht darauf. Gibt es einen He-Man-Film? Ist auch immer in Planung, oder? Ja, das ist ja so eine Never-Ending-Story. Der ist ja schon seit dem letzten Kinofilm aus den 80ern ist der ja schon in Planung. Also aktuell brodelt die Gerüchteküche da wieder, dass es irgendwie eine Netflix-Produktion werden soll. Aber genau das weiß man da jetzt wirklich noch nicht. Also da poppt immer wieder was auf und ja, muss man mal schauen, was da kommt. Mega, ja Jungs, dann vielen Dank für eure Zeit. Und wir haben jetzt 5 Bände schon da. Der 6. ist bald am Start, hast du erzählt. Viel Erfolg und vor allem auch hier beim Comic-Hall. Dankeschön, ciao. Dankeschön. Die nächste Person, mit der wir sprechen, die ist extrem smart. Sie ist nicht etwa in der Artist Alley, nein, sie hat sich hier zu den Indie-Verlagen geschummelt. Wie sie das gemacht hat und warum, das erzählt sie uns am besten selbst. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Ich bin die Natalia, hallo. Hallo Natalia, stimmt das, was ich gesagt habe? Und wenn ja, warum? Ja, stimmt schon. Also ich sitze hier am Stand von Delphinium Prints. Ja, im Raum, wo halt die Kleinverlage sitzen und ja, ich habe einen der Standhelfer geheiratet oder werde demnächst in 3 Monaten. Also ja, ich habe mich in den Stand eingeheiratet. Ich sehe ein großes Konzept, vielleicht einen Plan, aber kann es sein, dass du Mangas auch unabhängig von dieser Hochzeit machst? Kann es sein? Und wenn ja, was hast du uns heute mitgebracht? Ja, also ja, ich zeichne auch selber Mangas, Comics, also ja. Und habe einiges hier ausliegen in meiner eigenen kleinen Ecke direkt am Delphinium Prince Stand. Erzähl doch mal konkret, was haben wir vor uns? Es liegt hier was namens Teddy Boys Love vor mir, gibt auch mindestens schon 2 Ausgaben. Um was geht's? Ja, Teddy Boys Love geht um einen verwunschenen Teddy, der, ich glaube, das waren jetzt 100 Menschen, einen Wunsch erfüllen muss und dabei hilft ihm ein Engel und wenn er das schafft, das geht meistens um irgendetwas Perverses, dann kriegt er selber einen Wunsch erfüllt. Um was es sich handelt, weiß man noch nicht. Das kommt wahrscheinlich im Laufe der Geschichte noch raus. Der Autor ist der Marcel Hugenschütt. Der hat selber auch... Hugi. Ja, der Hugi, ja. Der hat halt selber auch viele Comics hier am Delphinium Prince Stand gezeichnet. Und ja, die Zusammenarbeit macht sehr viel Spaß und die Geschichte ist sehr absurd. Und ja, auf jeden Fall ein Genuss zum Lesen. Wie hast du Hugi kennengelernt? Auf Comic-Messen. Also die Delphinium Prince Jungs sind halt ziemlich auffällig, die quatschen alle an, dafür sind sie bekannt. Und dann guckt man halt so rein und dann habe ich es gelesen, fand es total lustig und habe gesagt, ich habe Bock, was zu zeichnen. Und dann habt ihr euch gedacht, Hugi, du kannst schreiben und zeichnen, weiß ich. Und du kannst es irgendwie auch und ihr wollt einfach mal was zusammen machen und dann ging das ratzfatz mit der Ideenfindung und der Umsetzung oder wie lief das? Also eigentlich hat er ja Teil 1 schon mal selber gezeichnet gehabt. Ich habe es mir angeguckt und habe gesagt, ich hätte Bock, das in meiner Version zu zeichnen. Und er meinte so, ja okay, versuchen wir es mal. Und bei Band 2 habe komplett ich allein gezeichnet, halt ohne dass er eine vorherige Version davon gemacht hat. Genau. Cool, und es gibt jetzt auch schon den zweiten Teil, hast du heute beide mitgebracht, man kann sie dich auch angucken. Und dann gibt es hier noch ein Hardcover, was ist das? Das ist eine Kollektion von allen Farbillustrationen so der letzten Jahre. Ich würde sagen, nicht unbedingt alle, halt die mir am besten gefallen haben. Also eine, ja, ein Artbook halt. Da wir jetzt ein Audio-Podcast sind und das mit der Optik ein bisschen schwierig ist, magst du mal versuchen, uns zu beschreiben, wie dein Stil ist? Gibt es Themen, die dich besonders ansprechen, Farben, die du gerne benutzt? Gibt es da irgendwas, was du da so ein bisschen eingrenzend oder beschreibend formulieren kannst? Also ich würde sagen, man sieht ganz klar 90er Jahre Sailor Moon Einfluss in meinen Bildern. Wasserlösliche Farben mag ich halt sehr gerne. Also ich koloriere halt sehr viel mit Colorex. Analog mache ich halt viel, digital auch.
Pflanzen, hübsche Frauen, Reptilien, Fantasyfiguren. Bei mir kriegt halt alles irgendwie entweder Hörner und oder Flügel. Ja, das ist es halt so ziemlich. Ja, auch ein bisschen so in die ästhetisch-erotische Richtung auch, ja. Hier beim Comic Park, da sind eine Menge Menschen, viele davon als CosplayerInnen unterwegs. Wie gefällt's dir? Wie kommst du zurecht? Der erste Tag, der Samstag, der neigt sich langsam aber sicher dem Ende. Wir haben jetzt schon den frühen Nachmittag. Erzähl mal, wie sind deine Eindrücke vom heutigen Tag? Ja, ich habe leider nicht sehr viel mitbekommen. Ich sitze halt hinterm Stand und wenn möglich quatsche ich mit den Leuten. Das Quatschen, da muss ich halt wieder reinkommen. Irgendwie habe ich es nach Corona total verlernt. ansonsten, die Leute haben Spaß. Und du hoffentlich auch. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und wünsche dir vor allem noch ganz viel Erfolg. Danke, ciao. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen beim Talk. How-to-Comic-Verlag. Mein Name ist Andreas Prill, ich bin Moderator und Podcaster, unter anderem beim Telestammtisch, wo ihr diesen Talk hoffentlich nachträglich irgendwie Ende des Monats vielleicht auch hören könnt. Und es ist mir eine wahre Freude, heute hier einen der wenigen, sag ich mal, comic-spezifischen Programmpunkte auf dieser Comicbühne präsentieren zu dürfen und hat mir dazu zwei erlesene Gäste eingeladen. Ich setze mich jetzt mal hin. Wir begrüßen hier auf der Bühne zunächst den lieben Alexander Kaschter. Er ist Verleger beim Insektenhaus Verlag und auch einer von diesen ja, Neuerscheinungen, wenn man so möchte, am Comic Himmel in der Comic-Szene. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Alexander Kaschter. Hallo. Der zweite Mann neben mir hat schon ein paar mehr Jahre Erfahrung im Verlegen von Comics und ich habe ihn auch schon mal, wir haben schon mal ein Bierchen getrunken. Er hat ganz ein tolles Programm, ganz facettenreich, unterschiedlichste Dinge. Schaut da unbedingt vorne mal am Eingangsbereich im Comic-Corner-Bereich vorbei. Dort haben die beiden Herren auch einen Stand. Wir begrüßen herzlich hier auf der Bühne den Joshua Dantes vom Dantes Verlag. Hi. Hallo. Yo, Comic-Verlag, ne? Wir wollen uns über Comic-Verlage unterhalten und die Frage stellen, wie macht man das eigentlich und vor allem, warum macht man das eigentlich? Ich möchte gerne mal mit dir, Joshua, anfangen. Vielleicht kannst du erstmal dich selbst ein bisschen vorstellen. Wer bist du eigentlich und was ist der Dantes Verlag? Also, ich bin hauptberuflich Krankenpfleger und mache den Dantes Verlag eigentlich eher zum Hobby. Und ich bringe da halt die Sachen raus, auf die ich Bock habe. Also ganz unterschiedliche, teilweise kindgerechte Sachen wie Usagi haben wir im Programm, aber größtenteils ist es eigentlich eher ein härteres Programm für Erwachsene. Und das machst du, weil du das Comic-Medium liebst und dir gedacht hast, es genügt mir nicht, einfach in den Comicladen meines Vertrauens zu gehen. Ich will noch mehr geilen Scheiß, den es noch nicht gibt. Oder warum tust du das? Ich habe eigentlich angefangen, weil es mich geärgert hat, dass viele gute Serien hierzulande einfach abgebrochen wurden und teilweise mitten in Geschichten. Und das wollte ich einfach beheben. Am Anfang habe ich eigentlich eher so ein Konzept vorgehabt wie Phoenix, nur im amerikanischen und britischen Bereich. Aber das hat sich dann relativ schnell gewandelt, als ich dann Blut geleckt hatte sozusagen. Sehr gut. Und da auch scheinbar ein Publikum gefunden, das ein regelmäßiges Interesse an den von dir veröffentlichten Comics hat. Sonst wären wir nicht hier. Auf jeden Fall. Doch, das hat gleich sehr Anklang gefunden. Ich habe ja am Anfang nur zwei Bände rausgebracht, um erstmal Usagi Yojimbo die Lücke zu schließen. Und die Bände waren auf 300 Stück limitiert. Die waren innerhalb von 4 Wochen ausverkauft, beide. Und das hat mir dann schon bestätigt, dass da noch andere auch Bock drauf haben. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung, wenn man bei euch vorm Stand steht beim Comic Corner, ihr habt ein riesen Portfolio an unterschiedlichsten Comics in unterschiedlichen, ja auch fortlaufenden Bänden, aber du machst das nicht hauptberuflich, richtig? Korrekt, wie gesagt, ich bin Krankenpfleger hauptberuflich, das ist eigentlich eher ja, eine Herzenssache, dass ich da Bock drauf habe und worauf ich Bock habe, das verlege ich. Sehr schön. Alexander, wie sieht es bei euch aus und insbesondere auch bei dir? Ich weiß, dass du dem Optischen, dem Illustrativen und insbesondere dem Comic-Medium auch sehr zugeneigt bist. Wie kam es eigentlich dazu? Ursprünglich bin ich Musiker und wir haben am Anfang des Insektenhaus-Verlages haben wir einfach nach einer anderen Möglichkeit gesucht, noch weitere Merchandising-Produkte an den Start zu bringen. Und wir haben zunächst erstmal Bücher veröffentlicht, also Prosa-Bücher, Romane, und sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, dass wir unsere Songs,
die Songs meiner Band Samsas Traum in Horror-Kurzgeschichten umwandeln könnten. Und wir haben dann die Trauma-Tales erschaffen, die angelehnt sind an die Tales from the Crypt, und haben dann über Umwege italienische Zeichner und Illustratoren kennengelernt, die uns dann, weil wir da bereits über die Infrastruktur verfügt haben, gebeten haben, doch ihr Material auch mal in Deutschland irgendwie herauszubringen. Das Ganze haben wir ungefähr 2 Jahre lang so betrieben und haben dann genauso wie Josh Blut geleckt und dann damit angefangen, Fremdmaterial zu lizenzieren und sind jetzt halt hauptsächlich im Bereich von eher düsteren, abgründigen und erotischen Inhalten unterwegs und werden auch versuchen, in der Zukunft das eine oder andere Hentai-Buch zu veröffentlichen. Sehr interessant, da werden wir garantiert noch darauf zu sprechen kommen, wie eure jeweiligen zukünftigen Pläne auch aussehen für die Verlage, um sie letztlich auch am Laufen zu halten. Kann es sein, dass es tatsächlich gewisse Parallelen auch gibt zwischen dem, wenn man so will, kreativen Prozess der Musikerstellung, möchte ich es mal nennen, und aber irgendwie auch diesem Veröffentlichen von Comics? Du hast jetzt ja eher diese Publisher-Perspektive, weil du meines Wissens nicht selbst zeichnest. Gibt es da kreative Parallelen? Also ganz ehrlich gesagt finde ich es sehr entspannend, dass es da diese kreativen Parallelen gerade nicht gibt. Ich habe 20 Jahre lang professionell Musik gemacht und muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt schon ein bisschen die Schnauze davon voll hatte, dass es die ganze Zeit nur um mich ging. Meine Band war ein Projekt, was sich halt größtenteils darum gedreht hat, was ich so denke, fühle und empfinde. Es ist ein großer Personenkult um mich irgendwie gemacht worden. Und ich genieße das so ein bisschen, dass jetzt bei den Comics genau das Gegenteil der Fall ist, dass ich eher in den Hintergrund treten kann und dass ich Künstler bei ihren Projekten mit meiner Expertise und meiner Erfahrung einfach unterstützen kann und ihre Trademarks irgendwie in den Vordergrund kehren kann. Also es ist eher so, dass nicht meine Kreativität, sondern meine professionelle Einstellung oder Attitüde quasi gefragt und gefordert ist. Ich komme mir eher vor wie, also es hat mehr mit Marketing zu tun als mit künstlerischer Feingeistigkeit. Und du hast dir dann einfach irgendwann überlegt, okay, jetzt wäre so ein Comic-Verlag eigentlich genau das, was ich jetzt in dem Moment brauche? Oder wie war das? Ich habe mir das alles gar nicht überlegt, ehrlich gesagt. Also das ist einfach so passiert. Ich habe anfangs diese italienischen Autoren und Zeichner erwähnt. Wir haben den Leuten einen Freundschaftsdienst getan, indem wir in Deutschland über unsere Infrastruktur ihr Material irgendwie angeboten haben und haben dann verstanden, das läuft ja. Und wie das dann bei den Italienern so ist, du hast einen Freund, dann hast du plötzlich noch einen zweiten Freund und einen dritten Freund und dann bist du Teil der Familie. Und wenn du dann auch noch wie wir im Urlaub bei denen mal vorbeifährst und man lernt sich persönlich kennen und dann kommen noch die Freunde von da und dann fällt ihm noch der ein und auf einmal hast du irgendwie 15 Zeichner vor der Tür. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, ich habe da Bock drauf, wir machen das. Es macht Spaß, warum nicht? Mir scheint auch ein Unterschied daran zu liegen, Joshua, zu dem, was der Alex jetzt beschreibt. Da scheint es einen persönlichen Kontakt gegeben zu haben mit den KünstlerInnen, die halt dann da offensichtlich ihre Werke auch gerne in Deutschland veröffentlicht gesehen hätten. Wie ist das bei dir? Wie viele der Künstler, die du da eben auch bei dir im Programm hast, kennst du denn persönlich? Wir haben ja mittlerweile knapp 80 Veröffentlichungen und da sind natürlich einige Künstler dabei, die ich nicht persönlich kenne oder keinen Kontakt zu denen habe, weil das ausschließlich über den lizenzierenden Verlag läuft. Aber mittlerweile habe ich schon einige kennengelernt, also teilweise auch nur geschrieben oder sowas. Und manche werden ja auch, wie jetzt zum Beispiel 2020 Visions oder Outlaw Nation, haben wir direkt bei Jamie Delano halt auch lizenziert und das ist natürlich schon ein schöner Kontakt dann so. Ja. Bei euch im Portfolio, da tauchen ganz, ganz große Namen auf. Ja, also da gibt es Ausschnitte aus der Neil Gaiman Bibliothek, da gibt es Sachen von Warren Ellis, glaube ich, war es. Musst du dann da direkt den Kontakt herstellen? Sind da immer Agenturen dabei? Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass du da, kann man da einfach anrufen? Ja, kann man schon, aber teilweise wird es nicht beantwortet. Es ist oft so, dass man schon bei bekannten Personen dann nachfragen kann, ob man da nicht irgendwie einen Kontakt aufbauen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel zu Dark Horse einen Kontakt hat, die sind immer hilfsbereit und geben einem dann auch Kontaktdaten von anderen oder irgendwie Empfehlungen, sonst was. Und so führt sich das praktisch immer weiter, also je nachdem, oder man lernt die Leute auf Messen kennen oder ja, unterschiedlich. Ich meine,
Für meine erste Lizenz habe ich Fantagraphics, glaube ich, 5 Monate lang nerven müssen mit einer wöchentlichen Mail, bis die dann endlich geantwortet haben, so, hey, was willst du denn überhaupt? Und ja, das hat dann aber trotzdem gut gepasst. Und wir wollen ja auch noch ein bisschen so die Unterschiede in eurem jeweiligen Verlagsportfolio auch mal herauskristallisieren. Nach was suchst du eigentlich? Was willst du bei dir im Verlag haben? Sind es nur Herzensprojekte, die du selbst gerne einfach gesehen hättest? Oder hast du irgendwie so Genre oder KünstlerInnen, die du gerne gesehen hättest? Was suchst du? Also vorrangig suche ich halt Sachen aus, die von meinen Lieblingsautoren bisher nicht in Deutschland veröffentlicht wurden. Und ja, ansonsten, was gefällt sozusagen? Also da bin ich relativ offen, bin nicht auf ein Genre festgelegt. Also auch meine Bibliothek ist recht umfangreich, sage ich mal. Und da will ich mich nicht auf gewisse Sachen festlegen, weil ich denke, in jedem Bereich gibt's was Gutes, was mir auch gut reingeht. Und ja, so verfahre ich dann auch mit den Lizenzen. Wenn ich denke, hey, das passt, dann mache ich mich daran. Könnte man sagen, du veröffentlichst Comics für Erwachsene? Größtenteils ja. Also bis auf Usagi Yojimbo und Nielsen Groundhumper, was wir nächsten Monat veröffentlichen, ist alles eher so, ja, ab 16, 18 rum, ist halt explizite Gewalt drin, was weiß ich, Schimpfwortgebrauch und so weiter. Wir zensieren da halt aber auch nicht oder beschönigen nichts, sondern das wird dann wortwörtlich so übersetzt und ja, kann dann manchmal schon etwas härter vielleicht klingen als bei einem Verlag, der dann eher darauf achtet, dass er das für die breite Masse sozusagen fertigt. Es ist faszinierend, was für große Namen, wie gesagt, ihr Namen habt. Und ich bin immer ganz überrascht davon, dass da nicht andere Verlage, die vermutlich einfach auch ein größeres Budget haben, da schon mal auf die Idee gekommen sind, was zu machen, dass die scheinbar andere Perspektiven haben. Alex, wie sieht es bei euch aus? Wenn du nach neuem Stoff suchst, gehst du dann über Namen, über Bekannte, über Empfehlungen? Wie ist so dein Einstieg auf der Suche nach neuen Comics? Das ist ganz einfach. Ich suche vorrangig Dinge, die erotisch oder krass sind. Also ich suche düstere Sachen, abgefahrene Sachen, pornografische Sachen, kunstvolle Sachen. Je seltsamer und verstrahlter das Zeug ist, desto besser ist es für uns. Und genauso wie bei ihm ergibt sich einfach der Kontakt zu den Leuten und dann lernt man andere kennen und dann wirft man einen Blick da drauf und man merkt einfach instinktiv, das möchte ich machen, das möchte ich nicht machen, das ist was für mich, das ist nichts für mich. Ich muss aber auch schon sagen, ich sehe das ähnlich wie Josh. Manchmal gibt es Material, wo man anfangs so denkt, ich weiß nicht so recht. Aber wenn man sich da mal näher reinarbeitet, dann kann man auch dem irgendwie was abgewinnen. Also wichtig ist einfach, dass es den Leser abholt, dass es gut gemacht ist, dass es unterhält und dass es einen gewissen Qualitätsstandard erfüllt. Was mich persönlich nicht anspricht, ist, wenn die Sachen zu abstrakt gezeichnet sind oder wenn Körper falsch gezeichnet werden. Das ist für mich ein No-Go. Sowas möchte ich nicht veröffentlichen. Vielleicht kannst du anekdotisch ein bisschen erzählen, auch wie konkret du dann diese abstrakten, absurden, krassen Sachen gefunden hast. Denn wer dein Portfolio kennt, der weiß, dass da das ist auch ganz unterschiedlich, aber tendenziell so ein bisschen düstere Inhalte sind. Wo findest du das? Vielleicht hast du da ein paar Anekdoten. Es ging damit los, dass ich für die Traumatales einen Sammelband angekündigt habe, für den ich ein Cover gebraucht habe. Und ich habe dann im Internet gegoogelt und Emanuele Taglietti gestoßen. Das ist quasi der Coverzeichner der 80er Jahre aus Italien. Der Mann hat manchmal im Monat zwischen 30 bis 40 Cover quasi gezeichnet und das nicht mit dem Computer, sondern alles von Hand und größtenteils mit Öl, ja, also Aquarell, richtig geiles Zeug. Und dann haben wir das Cover in Auftrag bei ihm gegeben und während eines Italienurlaubs persönlich abgeholt. Und ich habe ihm dann gesagt, dass wir auf der Suche sind nach anderen Zeichnern. Und dann hat er uns Leute empfohlen, die dann auch prompt am selben Abend alle angerufen haben und plötzlich per Skype zugeschaltet wurden und das Akkordeon ausgepackt haben und Lieder vorgespielt haben und zeigen wollten, dass sie auch Musiker sind. Und dann, wie ich bereits eben erwähnt habe, hat dann der eine noch den anderen empfohlen. Und wir fahren fast jedes Jahr in die Toskana mit der Familie und besuchen diese Leute dann auch. Und
das ist auch, das betrachte ich auch als Teil meines Jobs, dass ich die Menschen eben persönlich kennenlerne, dass man auch ein persönliches, familiäres Verhältnis miteinander pflegt und die auch einfach sehen, mit wem sie es zu tun haben. Ich habe zum Beispiel eben auch den Raulo das erste Mal kennengelernt, der ja auch beim Dantes Verlag veröffentlicht. Und es ist einfach schön, wenn man den Menschen mal ins Gesicht gucken kann und auch eben feststellt, dass da Sympathien füreinander bestehen und man einfach dieselbe Generation ist oder dieselbe Musik hört, ja, oder einfach aus derselben Zeit einfach kommt. Du hast deine Auswahl als krasse Comics beschrieben. Provokante Frage, sind das alles Weirdos? Tatsächlich nicht. Also es gibt schon den einen oder anderen Künstler, der eine Macke hat, aber die Macke haben alle Künstler. Ich habe auch eine Macke. Ne? Es gibt Leute, die sind zum Beispiel besonders darauf versessen, dass sie immer im Mittelpunkt stehen. Sie müssen aus allem eine Oper machen. Ne? Dann gibt es wieder andere Leute, die sind so total verspult und weggetreten und die kriegen ihren Terminkalender nicht gebacken und die geben immer zu spät ab. Dann hast du Leute, da merkst du so unterschwellig, da ist irgendwo ein Problem, das kann ich aber nicht erraten. Und dann hast du aber auch Leute, die sind einfach ganz normal und die lieben es nur ein bisschen düster in ihrer Freizeit. Vielleicht noch ein bisschen zum Verlegerischen selbst. Ich habe also den Kontakt zu den Leuten hergestellt und dann haben die unter Umständen schon fertige Produkte, nennen wir es jetzt mal, also fertige Comics, fertige Werke, die ihr dann einfach nur eins zu eins übersetzen und veröffentlichen müsst, oder seid ihr irgendwie noch am Entstehungsprozess beteiligt? Vielleicht erstmal die Frage an dich, Alex, und dann an den Josh. Ich möchte das nicht. Also ich möchte, dass das schon Autoren-Comic-mäßig bei mir stattfindet. Ich möchte niemandem reinreden. Ich finde das am besten, wenn die Künstlervision komplett so verwirklicht wurde, wie sich der Künstler das selbst vorstellt. Wenn ein Künstler natürlich mit Fragen an mich herantritt und sagt, wie würdest du das sehen oder wie würdest du das machen, welches Cover sollte ich wählen oder ist das in Ordnung? Meistens ist die Frage, ist da genug Sex in dem Comic oder nicht? Brauchen wir noch zwei Seiten oder nicht? Dann beantworte ich das. Aber ich finde das einfach geil, wenn sich die Leute selbst verwirklichen können und mir das einfach zeigen und ich sage dann ja oder nein. Ich möchte da nicht reinreden. Ich bin selbst in der Musik von meiner Plattenfirma 20 Jahre lang niemals gegängelt worden. Die Leute haben mich immer machen lassen, was ich wollte. Und ich habe keinerlei Einschränkungen, Zensur bekommen. Sie haben immer nur gesagt, ist schön, wenn ein Lied auf der CD drauf ist, was irgendwie im Club laufen kann. Ansonsten die restlichen 11 Lieder interessieren uns nicht. Und wenn der Stil in Ordnung ist, wenn die Story packend ist und der Künstler damit eine Vision verfolgt hat, dann ist mir echt alles recht. Josh, wie sieht das bei euch aus? Kauft ihr fertige Comics ein, die ihr plötzlich nur lizenziert, oder seid ihr in irgendeiner Form auch bei der Entstehung beteiligt? Also wir kaufen nur lizenzierte Comics bis jetzt, oder Lizenzen halt ein. Ich sehe das aber auch recht ähnlich wie der Alex. Ich würde da dem Künstler nicht reinreden wollen. Und ehrlich gesagt, ich habe auch überhaupt keine redaktionelle Erfahrung. Also wenn, dann müsste ich mich da selber erstmal reinarbeiten und schauen, inwiefern ich da überhaupt Einfluss nehmen könnte oder sollte. Es gibt zwei Ausnahmen, die ich noch ergänzen möchte bei mir. Das eine ist, wenn ich die Comics selbst schreibe. Also ich habe so drei, vier Sachen in meinem Normalo-Programm, wo ich quasi der Autor bin. Da nehme ich natürlich massiven Einfluss darauf, was der Künstler irgendwie macht. Aber bei allen Comics ist es mir wichtig, dass das Cover stimmt. Also was inhaltlich da so passiert, ob da mal 3, 4 Seiten Leerlauf dabei sind oder ich mit dem Künstler nicht übereinstimme in gewissen Punkten, ist mir egal. Aber ich nehme als Verlag schon sehr großen Einfluss auf das Cover, weil das ist die Visitenkarte, das ist das Verkaufsargument. Und deswegen investieren wir besonders viel Zeit in die Covergestaltung. Das ist uns sehr wichtig. Und da grätsche ich dann auch schon mal rein, wenn ich finde, dass was nicht geht. Es sei denn, man hat es mit belgischen Supermodels zu tun, so wie im Augenblick. Aber dazu erst in ein paar Monaten mehr. Ich bin gespannt. Also behalte das Erotikprogramm vom Alex mal im Hinterkopf, da kommt einiges auf uns zu. Ja, dann lass doch vielleicht noch ein bisschen auf den Produktionsprozess auch mal kommen. Ihr kauft dann, Josh, bei euch eben auch, ihr kauft die fertigen Sachen ein und dann habt ihr irgendwie ein Recht daran. Vermutlich gibt es ein Stück Papier, auf dem steht, ich darf das drucken, also ihr dürft das drucken. Wie geht's dann weiter? Was für Sachen kriegt ihr von wo geschickt? Und vor allem, und das ist ja ein wichtiger Punkt hier, wer übersetzt was, wohin, warum? Also, das ist eigentlich ein recht einfacher Prozess. Wir kriegen da die digitalen Daten inzwischen immer vorgefertigt geliefert. Und im Endeffekt muss man dann halt das Buchprojekt zwar aufziehen, aber
mehr als die Blasen löschen oder vielleicht auch mal Soundwords oder sowas zu ändern, ist da eigentlich nicht. Und ja, ansonsten, mein Übersetzer, der regelt das mit der Übersetzung und Nenn ruhig mal ein paar Namen, wer übersetzt da und welche Sprachen und so? Wir übersetzen rein aus dem Englischen. Bis jetzt haben wir auch einen spanischen Titel, aber da müssen wir halt mal schauen, wie das in der Richtung dann weitergeht. Und Jens Nielsen ist unser Übersetzer für die englischen Sachen. Jo. Und das Lettering übernimmst du dann? Ich mach komplett den Rest. Also ich ziehe die Datei komplett von Grund auf. Also ja, übernehme die Buchgestaltung, das Lettering und alles, was so drumherum fällig ist. Also Buchgestaltung, Layout ist unter Umständen da eben noch anzupassen oder, genau, so, oder orientierst du dich am Original, an der Vorlage? Teilweise, aber das klappt meistens nicht so recht. Also ich habe da schon meinen eigenen Stil gefunden. Auch zum Beispiel bei Usagi ist es halt so, dass der inzwischen bei 4 verschiedenen Verlagen rausgekommen ist und die haben halt alle ihre eigene Buchgestaltung. Da habe ich dann mir die Sachen rausgepickt, die mir gefallen haben und habe dann einen eigenen Stil sozusagen für unsere Bände entwickelt, dass die alle einheitlich sind. Okay, dann ist ja gekommen der Moment, wir haben diese fertige Datei, es sieht aus wie ein Comic, nur ist es eben auf einem Bildschirm. Jetzt wollen wir es drucken und da stellen sich mir 2 sehr interessante Fragen. Zum einen die tagesaktuelle, nämlich dass Papier wahnsinnig teuer geworden ist im Laufe der letzten Wochen. Da gab es verschiedene Gründe für. Da würde ich euch jeweils gerne mal um eine Einschätzung bitten, vielleicht auch mal für unser Publikum, dass es noch nicht so weiß, woran das liegt. Warum ist Comics drucken eigentlich gerade so wahnsinnig teuer? Was hat das am Preis vielleicht geändert? Und dann natürlich auch die Frage, wo druckt ihr eigentlich? Erstmal dich, Josch. Das ist unterschiedlich. Es kommt immer drauf an, was für eine Ausstattung das Buch haben soll. Also wenn es jetzt ein Schwarz-Weiß-Softcover ist, da habe ich eine spezielle Druckerei, die halt schon bei kleinen Auflagen preislich auch mit großen Auflagen anderer Druckereien mithalten kann. Ansonsten für farbige Hardcover-Bände und sowas haben wir halt eine andere Druckerei, aber ja. Das mit den Papierpreisen ist halt gerade ein generell weltweites Problem und es fällt zwar schon ein bisschen ins Gewicht, aber ist noch tragbar zurzeit, würde ich behaupten. Okay, also ihr druckt europaweit? Ja, eher im Osten, also so meistens Litauen oder Polen. Okay, ich glaube, das machen die meisten, glaube ich, so, oder? Und diese Papierpreise, die wirklich enorm gestiegen sind, Comics mussten verschoben werden, große Verlage haben Monate Dinge verschoben, Preise erhöht. Gab es bei euch Preiserhöhungen? Eine moderate Preiserhöhung gab es schon, aber die Sache ist halt, dass es zwar schon ein bisschen teurer geworden ist im Endeffekt, nur bei den Mengen, die wir drucken, das sind ja relativ kleine und überschaubare Mengen, ist es eigentlich kein Problem von der Papierbeschaffung her. Also zumindest habe ich nichts mitbekommen und die Druckereien haben auch nichts vermeldet in der Richtung. Es ist halt was anderes, wenn ein Splitter Verlag oder Panini oder sowas dann halt 5000er Auflagen haben und im Monat 40 Bücher rausbringen. Also die haben dann natürlich ein Problem, weil das eine ganz andere Hausnummer auch ist. Das sind einfach Mengen, die halt gerade nicht mehr beschaffbar sind, aber das liegt halt an verschiedenen Ursachen. Wie auch, wir haben, glaube ich, in Deutschland 3 oder 4 Recycling-Fabriken gehabt und eine davon hat halt auch noch jetzt erst vor einem halben Jahr, glaube ich, dicht machen müssen oder sowas. Und das fällt halt auch arg ins Gewicht so. Alex, seid ihr von dem Thema auch betroffen? Papiermangel auf der Welt? Ja, also der Papiermangel kommt von der Unterbrechung diverser Lieferketten. Das heißt, ganz plakativ erklärt, sind die Bäume irgendwo nicht rechtzeitig in die Fabrik gekommen. Die Fabrik hat die Bäume nicht rechtzeitig verarbeiten und weiterleiten können. Container haben sich irgendwo gestaut. Das hat weitere Staus verursacht und deswegen kommt das Papier nicht rechtzeitig in den Druckereien an. So kann man das ungefähr sagen. Wir drucken vorrangig im Baltikum, auch in Osteuropa, aber auch im Balkan. Wir haben unterschiedliche Druckereien an der Hand, auch wie Josh, für unterschiedliche Projekte. Man weiß mit der Zeit aus Erfahrung,
was kann man für wen irgendwie machen, wer realisiert dieses Projekt besonders gut, wer nicht, welches Buch eignet sich für welche Druckerei. Und ansonsten kann ich sagen, besonders knackig fand ich in letzter Zeit eine Erhöhung der Lieferkosten seitens der Druckerei an uns. Also wenn jetzt ein Buch zum Beispiel aus Riga zu uns geliefert wird, aus Lettland, dann kostet der Transport für einen Titel 1000 Stück 600 Euro. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet, man macht 30 Titel mit Riga, kann man sich davon schon einen Kleinwagen leisten. Das ist eine Preiserhöhung von fast 200-250%. Das ist nicht so lustig. Wir haben uns immer von vornherein auf die Fahne geschrieben, dass wir moderate Preise für den Konsumenten haben möchten. Ich persönlich finde die französische Comic-Kultur sehr gut und ich finde die französischen Preise auch sehr gut. Ich persönlich bin kein Fan von der Preispolitik diverser deutscher Verlage. Ich möchte für einen Comic nicht unbedingt 39 Euro bezahlen oder 69 Euro, wie es manche andere große Verlage machen, weil ich auch denke, dass man dadurch das Medium Comic weiterhin künstlich klein hält. Man verdient dann zwar als Verlag mehr Geld, aber man verbreitet das nicht. Ja? Es ist in Ordnung, dass alle bezahlt werden müssen. Es ist in Ordnung, dass alle ihren Teil abbekommen. Aber so insgesamt muss sich das in einem vertretbaren Rahmen halten. Deswegen gab es bei uns, bei manchen Büchern, eine Preiserhöhung von 1-2 Euro. Aber ich möchte das nicht zu sehr auf den Kunden abwälzen. Und ich hoffe halt auch einfach, dass das in 1-2 Jahren wieder vorbei ist und back to normal geht. Man merkt sofort, wenn wir uns über diese Details unterhalten, dass da auf jeden Fall auch eine gewisse kaufmännische Expertise für das Betreiben eines Verlages notwendig ist. Da kann man so viel Künstler sein, wie man möchte. Letztlich müssen irgendwo Zahlen auch stimmen, um diverse Dinge zu stemmen, um zum Beispiel auch Personal zu bezahlen oder eben freie MitarbeiterInnen, was auch immer. Das sind Sachen, da gibt's kein Buch für, soweit ich weiß. Ne? Wie habt ihr das gelernt? Vielleicht könnt ihr so ein bisschen aus dieser, wenn man so will, Ausbildungszeit erzählen. Habt ihr jemanden gehabt, der auch schon einen Verlag betrieben hat, ein paar Jahre länger vielleicht als ihr, und euch so an die Hand genommen hat? Oder war das alles Learning by auf die Schnauze falling? Ja, stell dir mal. Es war echt eher Lernen und auf die Schnauze fallen. Und wieder aufstehen und wieder auf die Schnauze fallen. Und nochmal. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass die Verleger hier in Deutschland größtenteils sich sehr kollegial begegnen. Und da hatte ich dann auch schon ein paar Kontakte, wo ich dann mal ab und zu was nachfragen konnte oder sowas. Aber größtenteils ist es einfach eine Erfahrung, die man selber machen muss, weil es doch nicht in jedem Verlag gleich läuft, sondern ja halt dann schon immer speziell wird. Also in meinem Fall war das so, dass ich durch die Musikbranche und die Einblicke in die Musikindustrie, die ich ja 20 Jahre lang genießen durfte, schon die Produktionswege und Produktionsmittel und Abläufe irgendwie kannte und das dann einfach nur auf den Druckbereich übertragen musste. Meine Plattenfirma hat mich immer bei diesen ganzen Prozessen mit involviert und ich konnte da quasi live erleben, wie Produkte gemacht werden. Im Endeffekt war es bei mir aber auch Learning by Doing. Manches lernt man eben nur mit der Zeit. Zum Beispiel, dass ein Buch am besten eine gewisse Größe hat, um nur 2,60 Euro irgendwie im Versand zu kosten. Ja? Und dass jeder Zentimeter mehr eine Preiserhöhung um 2 Euro bedeutet, für DHL zum Beispiel. Und ich kann das auch bestätigen, was Josh gesagt hat. Also gerade der Crosscult Verlag mit dem Andreas Mergenthaler hat mir am Anfang wahnsinnig viel weitergeholfen. Und es ist schön, wenn man so 2-3 erfahrene alte Comichasen irgendwie hat, wo man immer weiß, die kann ich anrufen, wenn ich eine E-Mail-Adresse brauche oder nicht weiß, wo ich da hingehen soll oder wer mir dabei helfen kann. Also man kennt sich halt. Ja, also ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, weltweit gibt's insgesamt nur 2000 Comic-Schaffende. Also, dass man sich so in einem ganzen Comic-Leben zwangsläufig irgendwann mal über den Weg läuft, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Deswegen muss man sich immer gut benehmen. Und dann haben wir ihn irgendwann, unseren hoffentlich zu akzeptablen Preisen produzierten Comic. Er liegt vor uns, liegt im Lager oder wo auch immer er liegt. Aber damit ist er noch lange nicht verkauft. Damit muss er irgendwie dann auch noch in den Fachhandel. Josh, wie kommen eure Comics eigentlich an die Lesenden? Seid ihr in allen Comicläden oder seid ihr das nicht? Und macht das alles hier auf, beispielsweise beim Comicpark? Wie ist dieser Schritt danach? Wie vertickt ihr und wo vor allem? Es ist eigentlich relativ einfach. Hier hat ja PPM das Monopol als Vertrieb und die erhalten ihren Anteil, lagern unsere Sachen ein und verteilen und bewerben das auch im Comicfachhandel und auch im Buchhandel. Ansonsten muss ich leider sagen, dass
Werbung oder sowas, also Werbeanzeigen, oft nicht unbedingt viel bringen, sondern wenn, dann sind es eher positive Rezensionen. Und ja, ansonsten vom Vertrieb her, das macht wie gesagt PPM, also für uns leichte Geschichte. Wir haben natürlich noch unseren Online-Shop, aber das ist relativ leicht zu handeln. Wenn es mal ein harter Monat ist, kommen 100 Bestellungen rein. Wenn es mal ein schwacher Monat ist, dann sind es nur 5. Verstehe. Und wie wichtig sind für euch Veranstaltungen wie hier der Comic Park, wo ihr, wie gesagt, vorne im Comic Corner, da auf jeden Fall die Empfehlung, unbedingt mal hinzugehen und sich das mal das anzuschauen. Gleich am Haupteingang die größte, geilste Halle, die es hier gibt, kann man nicht übersehen. Wie wichtig sind diese Veranstaltungen für euch? Die sind gerade für uns als kleinen Verlag sehr wichtig, weil wir einfach so aufmerksam machen können auf unser Programm, was halt sonst einfach unterm Radar läuft. Ich meine, im Internet wird man ja überflutet mit allem möglichen Kram und wer nicht explizit danach sucht, der stößt dann auch nicht auf uns. Und ja, im Comicladen ist natürlich auch, dass die Händler dann ihre Empfehlungen aussprechen und sowas. Aber der direkte Kontakt zu den Kunden ist halt schon sehr wichtig. Und drum sind wir froh, dass es in diesem Jahr wieder auch in größerem Ausmaß stattfinden kann. Definitiv. Vielleicht auch zur Stammkundenbildung, würde ich vermuten, ne? Dass man sich wiedererkennt über die Jahre und weiß, wer man ist und so. Also das sind sowieso die meisten Messegänger, die sieht man mit der Zeit immer wieder und unterhält sich dann auch gerne und freut sich, die Leute dann auch wieder zu treffen. Aber die Stammkunden, das muss nicht unbedingt von Messen abhängig sein, sage ich jetzt mal. Wie sieht es aus beim Insektenhaus Verlag, Alex? Hat dir da deine Popularität geholfen, die Comics mit einem gewissen Startbonus gleich an den Mann oder die Frau zu bringen? Zunächst möchte ich sagen, dass das hier überhaupt für mich das erste Mal ist, dass wir auf einer Messe sind. Wir waren vorher niemals auf einer Messe und ich finde das sehr cool. Also gerade hier der Comic Park in Erfurt gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde die Leute spektakulär, möchte ich mal. Das ist ein Kompliment für euch. Danke, dass ihr da seid. Also sowohl das Ambiente als auch die Gesamtatmosphäre und diese ganzen engagierten, kostümierten Cosplayer finde ich hart beeindruckend. Ansonsten war es natürlich so, dass meine Popularität als Musiker schon dazu beigetragen hat, das eine oder andere Buch an meine Fans zu verkaufen. Aber das waren auch größtenteils keine Comicleser. Wir haben uns also dann mit der Zeit außerhalb der Musikszene unter den Comiclesern unsere Stammkundschaft irgendwie erarbeitet. Und das sind zwei unterschiedliche Märkte beziehungsweise Segmente, möchte ich mal sagen. Und jetzt haben wir da unseren Comic und wir haben ein regelmäßig, meinetwegen monatlich oder jährlich aktualisiertes Programm. Und da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wie geht's eigentlich in der Zukunft weiter? Wir hatten jetzt schon verschiedene Punkte angesprochen. Die Imprint, was es ist, können wir gerne gleich nochmal erklären, auch vielleicht für unser Publikum, das unter Umständen nicht weiß. Aber so ein bisschen auch vielleicht die Frage noch erweitert auf Nachwuchsförderung. Wen will ich eigentlich ansprechen? Wie will ich mir Stammkunden generieren? So ein bisschen die Frage, Josh, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Pläne für euer Portfolio, für meinetwegen auch generell das Medium Comic? Wie soll es weitergehen in den nächsten Jahren? Was sind eure zukünftigen Pläne? Also ich denke, wir haben uns mit unserem Erwachsenenprogramm schon ein bisschen so einen Namen erarbeitet und auf der Schiene wollen wir natürlich auch weiterfahren, weil es gibt noch viel großartiges Material, das da zu veröffentlichen ist und da werde ich schauen, was ich ergattern kann und dementsprechend dann auch veröffentlichen. Wichtig ist jetzt auf jeden Fall, dass wir wieder regelmäßiger halt was machen, weil die letzten 2 Jahre war schon so ein bisschen eine Durststrecke. Da haben wir teilweise nur halb so viele Titel veröffentlicht wie in den Jahren davor und da möchte ich lieber wieder anziehen auf jeden Fall und ein bisschen mehr raushauen. Auch gerade eine explizite Frage, eine gezielte Frage, weil es mich persönlich immer sehr anspricht. Sind für euch sowas wie digitale Comics eine Idee oder interessant? Bis jetzt hier in Deutschland überhaupt nicht. Der Comicmarkt hier ist so minimal, dass eigentlich digitale Comics sich überhaupt nicht lohnen. Also selbst wenn sie gratis zu den Comics dazugegeben werden, habe ich schon gehört, es nimmt nicht mal 5% praktisch in Anspruch. Und die Sache ist halt die, das muss aufbereitet werden, kostet dann meistens noch für einen Anbieter eine gewisse Gebühr bei dem Anbieter und die Lizenzgeber wollen da halt 50%,
von dem Einkommen, was heißt, im Endeffekt bleibt dann nichts hängen und es ist halt auch kein Interesse da, weil bei einem Comic kommt es ja auch oft auf die Haptik an, wie die Papierqualität ist und so weiter und das ist halt was, das die Leute wirklich auf Papier lesen wollen. Geht mir aber genauso. Verstehe ich. Alex, wie sieht es aus mit euren Zukunftsplänen? Einerseits wollen wir noch mehr explizites, düsteres und schräges Material veröffentlichen. Ich hatte es ja eben schon zu dir gesagt, im Ausland passiert da wesentlich mehr als in Deutschland. Also gerade in Frankreich bekommt man richtig, richtig gutes, krasses, erotisches Zeug im Comicladen einfach. Dinge, die hier in Deutschland fast nicht verbreitet sind und das wollen wir hier etablieren. Wir wollen, dass das in der Mitte vom Comicmarkt ankommt. Ich bin von meiner persönlichen Meinung her genauso drauf wie Josh, was digitale Comics betrifft. Ich brauche auch das Buch, ich brauche auch die Haptik. Ich denke allerdings, dass es vielleicht einfach noch 3 bis 5 Jahre dauert, bis im mittleren Comic-Bereich bei einer bestimmten Altersgruppe einfach ein Generationenwechsel stattgefunden hat. Also das heißt, die Leute Interesse an Comics haben, die auch mehr mit Tablets oder iPhones aufgewachsen sind. Und dann ist vielleicht auch die Akzeptanz von digitalen Comics größer. Und dann muss man es als Verlag geschafft haben, vorher schon die Infrastruktur erzeugt zu haben, um diese Leute im richtigen Moment abzuholen. Und vielleicht schaffen wir es, vielleicht auch nicht, wird die Zukunft zeigen. Wir haben noch 5 Minuten und Leute abholen ist da genau der vielleicht auch Stichpunkt für unsere letzten 5 Minuten. Das Thema Social Media. Die Frage, wie erreiche ich die Menschen eigentlich? Gerade das junge Publikum ist auf Social Media aktiv, will sich da angesprochen fühlen und Plattformen wie meinetwegen Instagram und TikTok sind natürlich sehr optisch geprägt. Ich weiß, Josh, ihr habt sogar jemanden extra abgestellt, der sich um Social Media und so kümmert. Erzähl doch mal, wie wichtig ist es für euch als Verlag und was macht ihr da? Also, man muss sagen, es ist eigentlich ein relativ geringer Anteil, da viele unserer Kunden halt schon Stammkunden sind und die meisten kommen nicht über Instagram oder sowas zu uns, sondern die sehen dann im Buchladen was und finden es interessant und schnappen sich dann mal das und gucken auf unsere Internetseite nach. Aber es ist eigentlich eher auf Social Media so eine Erinnerung, hey, uns gibt's noch. Schaut mal wieder vorbei, so in der Richtung. Aber ich habe auch mal 2 Monate gehabt, wo zum Beispiel gar nichts gelaufen ist, weil ich mich nicht drum kümmern konnte und der Walter, der dafür zuständig ist, halt anderweitig zu tun hatte und da einfach nicht konnte. Und es hat keinen Unterschied gemacht von Absatzzahlen her. Social Media, ich habe euch natürlich jeweils auch Social Media mäßig volles Rohr gestalkt, auch euch Alex vor dem heutigen Termin und bin ja auch persönlich großer Fan von den Jungs vom Power Comics Podcast, wo ihr auch zu Gast gewesen seid, weil da glaube ich auch eine persönliche Beziehung steht. Wie wichtig ist für euch diese Interaktion auf diesem Online-Social-Media-Level? Ehrlich gesagt gar nicht. Wir machen das einfach, um online unser Material repräsentieren zu können und einfach um das Ganze vollständig irgendwie mal irgendwo abgespeichert zu haben. Aber grundsätzlich ist das gerade bei den erotischen oder düsteren oder gewalttätigen Pornos, die wir machen, so, dass die Menschen, die es lesen möchten, sich selbst darum kümmern, dass sie es finden. Also je krasser das Material, desto weniger Werbung muss man machen, weil die Fanbase, die Leute, die darauf abfahren, sich selbst darum kümmern, dass sie es finden. Und das ist dann eigentlich ein ziemlich dankbarer Job. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, je schlimmer das Buch, desto weniger Werbung ist notwendig. Da ist ja gekommen, der Moment, wo wir unseren Talk hier beenden werden. Vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart und uns zugehört habt. Wer will, kann gleich noch vorbeikommen, denn diesen Talk, den gibt es wie gesagt nachträglich beim Telestammtisch zu hören und wer sich das nicht merken kann, der kann rumkommen. Ich habe Sticker dabei, da steht der Name nochmal drauf und dann könnt ihr rumkommen. Lieber Alex, lieber Josh, es war mir eine wahre Freude. Viel Erfolg auch heute und morgen noch beim Comic Park, vorne beim Comic Corner. Geile Comics, macht eine Menge Spaß. Dankeschön, ciao. Tschüss, danke. Danke dir auch. Ciao.
Wir waren Anfang dieses Monats bereits zusammen beim Comic Park in Erfurt und haben da ganz viele Interviews aufgezeichnet. Und diese Ausgabe widmet sich ja noch der zweiten Veranstaltung, die ich hier im Mai besuche. Ich bin gerade in Berlin, ist alles voll schön und ich sehe einen ganz großen See. Und ich wusste anfangs nicht so genau, auf was ich mich eingelassen habe, aber ich glaube, ich bin hier genau richtig. Und ich habe mir hier zwei Personen mit an den Tisch fürs Gespräch geholt, die mir, glaube ich, ganz genau sagen können, wo wir hier eigentlich sind und warum wir tun, was wir hier tun. Hallo, ich bin der Andi. Und wer seid ihr? Hallo, ich bin der Axel, Axel Halling vom Deutschen Comicverein. Und ich bin Katharina Naujoks vom Deutschen Comicverein. Hi. Hi. Deutsche Comicverein, wir sind ja auch auf der Comic Expansion. Zwei Themen, die wir unbedingt ansprechen wollen und auch im Detail. Vielleicht fangen wir erstmal beim Verein an. Deutscher Comicverein, erzählt mal, das klingt ganz schön groß. Was ist denn der Deutsche Comicverein? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist letztendlich die einfachste Formel ist wahrscheinlich, wir sind eine Art Lobbyorganisation für alle Belange der Comickultur. Uns gibt es jetzt schon ein paar Jahre. Also das ist gekommen tatsächlich. Es gab 2013 auf dem Festival, Internationales Literaturfestival Berlin, gab es das sogenannte Comic Manifest, was von Comic-Aktivisten und Förderern und Freunden geschrieben worden ist. Also mehr Förderung des Comics etc., mehr Aufmerksamkeit durch auch staatlicher Seite und so weiter und so fort. Und daraus ergab sich dann tatsächlich dieser Comicverein. Ursprünglich war tatsächlich auch so eine Idee, eine Comic-Stiftung zu gründen. Und das ist mein Hauptberuf, Stiftungsberater. Und als dann zwei Personen auch aus dem Kreis zu mir kamen, die auch heute hier sind, Kai Pfeiffer und Dirk Schwieger, die haben mir gesagt, ja, sie wollen so eine Comic-Stiftung gründen. Haben wir gesagt, naja, das braucht man Kapital, das haben wir nicht. Machen wir noch einen Verein. Und seitdem gibt es uns seit 2014. Und machen halt eben verschiedenste Projekte, also sowohl konkreter als auch lobbytechnische, abstraktere Art. Gibt es so ein großes Oberziel des Vereins? Und wenn ja, welches? Ja, also natürlich den Comic eben auch in der Gesellschaft auch wirklich dann den Platz einzuräumen, den er verdient. Ne? Also es ist halt wirklich immer jahrelang, wenn man bei der Förderung anfängt, was ja auch so ein Thema auch dieser Veranstaltung ist, der Comic-Expansion, hat man immer gehört, naja, ihr könnt euch doch bei der Literatur bewerben, ihr könnt euch doch als Comic-Künstler bei der Kunst bewerben, aber das ist natürlich Quatsch, weil die alle sagen, hö, nee, Comic ist ja weder das noch das und man sitzt immer zwischen den Stühlen. Und der Comic ist wirklich eine Macht, das ist ein großes Ding, ein eigenständiges Medium. Und da ist es eigentlich ein Skandal, dass da noch so lange es gebraucht hat, bis dann zum Beispiel auch der Koalitionsvertrag den Comic reinschreibt, wie letztes Jahr geschehen von den Regierungsparteien. Und ja, das ist halt wirklich so eigentlich das große Thema. Also wir sind auch deutschlandweit aktiv, also nicht nur in Berlin, wo wir leben oder wo das Büro ist, sondern eben auch fahren noch mal international. Aber wir sind auch in Angoulême, organisieren da mit Partnern den deutschsprachigen Comicstand, waren noch mal in Toronto, mal in Polen, in Łódź. Also es ist ein breites Feld und es gibt genug zu tun, viel Luft nach oben und diese Comic-Expansion ist ja nochmal was Besonderes. Da könnte Katharina sicher noch gut dazu erzählen, was das heißt. Ja, es geht auch vor allem um Sichtbarkeit ganz stark. Ne? Also das, du hattest eben schon Angoulême erwähnt, dass eben wir diesen deutschen Comicstand in Angoulême eben bestücken zusammen auch mit Erlangen und bespielen. Und eben, es gibt ganz viele verschiedene Veranstaltungen, die auch von uns mit gefördert werden, mit initiiert werden und dann eben auch umgesetzt werden. Und ja, halt auch das Berliner Comic-Stipendium eben, da hat unser Vereinskollege und Vorsitzender Stefan Neuhaus eben ganz maßgeblich mitgekämpft und dafür auch gesorgt, dass es dieses Berliner Comic-Stipendium gibt. Und zur Comic-Expansion, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte gewesen. Ne? Also ich weiß gar nicht genau, wie das angefangen hat, aber eigentlich ist das BKM auf das literarische Kolloquium zugekommen und hat gesagt, ja, wir haben jetzt ja natürlich den Comic im Koalitionsvertrag erwähnt und eigentlich wissen wir gar nicht so genau. Ja. Ich muss allerdings das doch korrigieren. Es war tatsächlich so, dass wir tatsächlich als Verein vor über einem Jahr schon damals Monika Grütters angeschrieben hatten, die damals Beauftragte des Bundes für Kultur und Medien. Mhm. Und eben mit dem Hintergrund, ja, es gibt keine nationale Förderung für Comic speziell. Ne? Das ist ja, geht ja nicht. Und da haben wir sie angeschrieben und da hat sie auch nett geantwortet tatsächlich, selber unterschrieben und hat dann gemeint, naja, vielleicht können wir ja irgendwie ein Projekt gemeinsam machen.
Also sie hätten so ein kleines Budget und irgendwas so, ne, das wäre, würde gehen. Und dann parallel dazu hatten sie wirklich auch nochmal dazu auch mit dem LCB gesprochen, was hier dieser Ort ist, wo wir jetzt heute sind, das Literarische Kolloquium am Wannsee, der See, auf den du blickst. Und die machen eigentlich Literatur, Lyrik, Übersetzung, aber eben auch Comic manchmal. Und kennen halt eben diese Behörde für Kultur und Medien, wie das BKM ausgeschrieben heißt, ganz gut. Und ja, dann haben wir uns dann praktisch geeinigt, dass wir das zusammen machen, diese Comic-Expansion, um die Perspektiven für die Comic-Kultur in Deutschland einfach mal zu erörtern, zu diskutieren und auch wirklich ganz konkret handhabbar zu machen, dass der Staat halt eben künftig, der Bund, eben auch wirklich mal endlich was für den Comic tun kann. Also nachdem der Koalitionsvertrag bestand, dieses Wortlaut auftauchte und die ganze Szene war überrascht und hat sich auch ein bisschen gefreut, seid ihr mit diesem Wissen proaktiv auf die Bundesregierung? Nee, es war schon vorher. Wir hatten schon vor über einem Jahr, wie gesagt, also jetzt, es war wirklich, wir sprechen von März 2021 oder so, hatten wir die Frau Gütters angeschrieben und das Interesse war tatsächlich schon bei Frau Gütters gegeben, also die wollten schon was machen und dann kam aber natürlich, dann musste sie ihren Posten räumen, weil sie halt eben abgewählt worden ist, ja, als CDU-Politikerin und dann haben aber die drei Koalitionsparteien der Ampelkoalition das wirklich dann reingeschrieben, tatsächlich in den Koalitionsvertrag. Und dann wurde das eben, das Projekt auch weitergeführt. Das war praktisch schon eingestellt. Ja. Ja, super. Ist natürlich auch toll, wenn die einen direkten Ansprechpartner haben. Dann heißt er auch noch Deutscher Comicverein, ist auch bundesweit tätig, wie ihr gesagt habt. Ihr seid also nicht nur auf Veranstaltungen hier in Berlin fixiert und habt auch noch diese Auslandsvertretung. Ich glaube, ich kenne da sogar ein aktuelles Foto von Angoulême mit so einem Lucky Luke-Banner irgendwie. Ja. Ja. Ralf König, Lucky Luke ist das tatsächlich. Das war das Thema, weil der war eigentlich als Hauptgast geladen. Wir haben da immer so gemeinsam mit eben Comic Solar Erlangen und Goethe-Institut Paris machen wir immer diesen Stand. Deutschsprachige Comics, die wirklich deutschsprachig sind. Und das ist halt immer toll, weil im ersten Jahr, als wir da waren, 2014, dann kamen wirklich Franzosen auf uns zu, großäugig, wie, es gibt Comics in Deutschland? Und die so, ja, sorry, ja, es gibt Comics in Deutschland. Und jetzt kommen die halt regelmäßig und sagen halt, hey, super, ja, der signiert hier, ah, toll und so. Ne? Und das ist halt wirklich einfach ein super Standort. Angoulême ist einfach ein super Festival und wirklich, die Leute interessieren sich sehr. Es gibt viele französische Verlage, die immer mehr deutsche Comic auch ins Französische übersetzen und verlegen. Und es ist einfach, trifft sich die ganze Comicwelt. Das ist schon toll. Ne? Also es ist immer schwer zu organisieren. Jetzt war auch mit Corona und allem drum und dran, Finanzen, das war auch nicht leicht dieses Jahr. Aber es hat hingehauen, es war auch super interessant. Außer, dass Ralf König dann erkrankt ist. Das war leider schade, weil viele Franzosen echt sich auf ihn gefreut haben, weil er dort auch sehr bekannt ist in Frankreich. Den Marvel hättet ihr ja auch mitbringen können zum Beispiel, ne? Ja, ne, wir hatten schon tatsächlich, also wir müssen immer gucken, Goethe Paris organisiert dann immer diese Künstlerbetreuung und die hatten halt eben dann auch geschaut, wer passen würde und wir hatten jetzt wirklich viele verschiedene Leute schon. Also wir hatten einmal Michael Ross, einmal hatten wir Uli Lust, einmal hatten wir auch deutschsprachig Nikolaus Mahler tatsächlich. Uli ist ja auch, also Österreich, Berlin bezogen und das ist immer super interessant, weil die Leute natürlich dann geben auch so das Motiv für diese Standdekoration. Erlangen macht das dann immer mit eben in dem Fall Lucky Luke, ne, dem Hintergrund, deshalb kommt das Foto her und das ist natürlich immer auch so ein Hingucker, ne? Da kommen die Leute und schauen, da haben wir die Bücher auch ausgewählt da und so, ne? Also gibt dann auch eben Signierstunden, manchmal auch Veranstaltungen mit denen auf dem Podium, also es ist, ist wirklich ein toller Rahmen. Also das deutschsprachige Produkt in Frankreich. Ja, ganz genau, wird gekauft, also wirklich die Leute fragen total und wollen das haben und super interessant, ja, das mal zu hören. Ja. Mega, also ich merke schon, da gibt es unzählige Projekte und vor allem auch hohe schätzenswerte ideologische auch Vorstellungen davon, wie man unbedingt das Medium jetzt pushen sollte. Gehen wir nochmal kurz, bevor wir zur Expansion kommen, einen Schritt zurück. Comics sind saugeil, das sehe ich so, das seht ihr so, nur warum seht ihr das denn so? Was hat euch ein bisschen vielleicht auch mal so persönliche Motivation zum Comic gebracht, was ist so euer Ding am Comic? Ja, mein Ding am Comic ist, dass ich das Nesthäkchen in der Familie bin und meine älteren Geschwister immer Comics gelesen haben und ich quasi so auch lesen gelernt habe, weil ich unbedingt diese Bildgeschichten auch entschlüsseln wollte. Und das heißt, ich bin praktisch damit aufgewachsen und dann nie davon wieder losgekommen und
Angefixt war. Angefixt, genau. Ja. Und Axel, wie sieht das bei dir aus? Ja, ich habe auch immer, ich habe auch immer schon Comic gelesen, sehr viel. Also unsere Eltern waren zwar sehr kanonisch, was so bildungsbürgerliche Werte betrifft. Also da war natürlich sehr viel Astrid Lindgren, aber eben auch Asterix. Nicht so viel mehr, was so ein bisschen schade war, aber wir hatten so einen Kumpel im Dorf, bei dem wir immer Tim und Struppi und die lustigen Taschenbücher lesen konnten, was den immer total genervt hat, weil wir dann immer nur da waren, um diese Comics zu lesen und nicht mit ihm gespielt haben. Das war so ein bisschen brutal. Aber wir haben bis heute einen guten Draht. Und was mich eher sehr geprägt hat, war tatsächlich dann auch Little Nemo. Also es gab so in den 70er Jahren, in den späten, gab es so einen großen Band Schwarz-Weiß auf Deutsch übersetzt. Und den habe ich verschlungen und mich da total verloren und auch sehr viel gelernt über Comic, meine ich. Und habe dann sehr so diese Arty-Comic-Richtung so verfolgt. Also ich habe dann auch immer Strapazin mehr in Köln, musste ich immer über zwei Städte fahren nach Köln, dann immer gekauft und so. Und wow, was gibt's da alles toll und so. Ne? Und dann das Interessante war, dass tatsächlich dann der Bogen jetzt zur konkreten Arbeit kam, als Ehrenamtler jetzt für Comic aktiv zu sein, dass ich habe sehr lange Kulturarbeit gemacht. Also ich habe gearbeitet für das Ungarische Kulturinstitut in Berlin und für eine deutsche Kultureinrichtung in Ungarn. Also ich komme wirklich aus diesem Kulturmanager-Bereich eigentlich ursprünglich, obwohl ich jetzt was ganz anderes mache im Hauptberuf. Aber das war mir dann immer wichtig zu sehen, okay, im Comic gibt es einfach viel Luft nach oben. Es ist super spannend, die Leute sind cool und die Werke sind großartig und eine ganze Breite. Und das war wirklich dann, also ich war für mich eigentlich das Ding. Ich habe da aber Avant gearbeitet eine Zeit lang, beim Verlag, über zwei Jahre. Das war nochmal super wegen der Kontakte und des Verständnisses für das ganze Metier. Finde ich auch wirklich ein super Verlag bis heute, ne? Also wirklich wie die vielen anderen guten Verlage, die es natürlich gibt, das will ich überhaupt nicht jetzt gegeneinander ausspielen. Und aber diese ehrenamtliche Arbeit als Lobbyist im Hintergrund, der nichts verkaufen muss, sondern nur praktisch das Image des Comic hebt und den Leuten klar macht, das ist einfach ein eigenständiges Medium, das liegt mir viel mehr. Das ist, was wir tun im Verein mit den Kolleginnen und Kollegen und vielen Partnern wie eben das LCB. Und das ist wirklich einfach eine wahnsinnig wichtige Sache. Ihr kommt also genau wie ich eher so aus dem Bereich der RezipientInnen, also die das einfach toll finden und gern konsumieren, diesen selbst Comic gezeichnet oder geschrieben habt ihr auch nicht, oder? Doch, ja, also es gibt einen Comic, aber es ist halt wirklich, wie du dann auch weißt, wenn du es auch getan hast, ist es einfach mühsam. Ich hatte tatsächlich so eine Serie Tunki der Teebeutel und da gibt es das Original auch noch, aber das waren irgendwie, das ist halt nur so, keine Ahnung, so eine A5-Seite mit irgendwie 5 Paneln und das war mir schon zu viel Arbeit. Also, nee, vielleicht nicht. Also es war nicht so, aber ich habe tatsächlich bei Avant halt eben, das fand ich schon toll, in der Produktion zu sein. Ich habe auch mal einen Comic übersetzt, mal aus dem Englischen und also habe da aber einen heiden Respekt, seitdem ich halt die Profis kenne, die das auch gelernt haben, die halt wirklich studiert haben. Das ist einfach wahnsinnig toll, was die Leute können und da bin ich dann seitdem auch ganz bewusst ein Freund der Arbeitsteilung. Man muss nicht alles machen und können, was mit Comic zu tun hat. Das sehe ich genauso. Ich habe bis 2012 das Comic-Festival in Hamburg mit organisiert. Das ist ja so ein eher Independent-Festival und das hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, war natürlich auch alles ehrenamtlich und alles halt low budget und aber einfach auch zu sehen, wie die Leute arbeiten, so in Kellergalerien dann Ausstellungen umzusetzen und irgendwie, da werden dann einfach die ganzen Räume bemalt und bespielt. Das war total, total toll. Und das, ich habe schnell festgestellt, dass die Leute, die das halt, dass es einfach Leute gibt, die das viel, viel besser können als ich. Mhm. Und viel Wahnsinn. Kreativer und tolle Ideen haben. Und ich mache gerne, ich ermögliche gerne den Leuten, die es halt wirklich drauf haben, ihre Sachen dann eben auch unter die Leute zu bringen und öffentlich zu machen. Das klingt wie eine Ansammlung von Menschen, die eine große Faszination und Begeisterung fürs Medium mitbringen. Und jetzt seid ihr ein Verein. Kann ich da Mitglied werden? Und wenn ja, was muss ich tun? Ja, also kannst du theoretisch schon, aber theoretisch ist immer so eine Frage, wir haben haben wir nicht so die Verwaltung, dass wir jetzt sagen können, wir wollen jetzt wirklich unheimlich viele Mitglieder aufnehmen, das ist einfach wirklich aufwendig, ne? Also man muss das ja auch bespielen, man muss immer, jetzt haben wir demnächst wieder eine Mitgliederversammlung, das ist alles für uns auch nebenbei dann eben auch aufwendig und das andere ist, dass wir auch tatsächlich immer gucken, so eine kleine schlagkräftige Gruppe zu sein, ne? Weil es gibt immer viele Vereine, wo man halt Mitglied ist,
aber dann passiert dann auch nichts, weil die Leute dann denken, gut, ich bin Mitglied, ich muss da nichts machen. Und dazu haben wir auch zu viel zu tun. Also man muss auch wirklich dann auch aktiv sein und sich dazu bekennen und auch sagen, okay, wenn ich Mitglied werde, dann würde ich gerne das und das und das machen. Und dann ist es auch tatsächlich eine Frage auch, ja, uns sind natürlich auch immer Leute näher, die wir kennen. Ja, das ist auch immer so eine Sache. Und wie gesagt, man muss nicht in Berlin sein. Also wir sind wirklich deutschlandweit. Also wir haben überall Mitglieder in Hamburg, in Bayern und weiß Gott wo. Ne? Aber wie gesagt, wir sind an sich kein klassischer Mitgliedsverein im Sinne von, also ja, wir brauchen jetzt irgendwie Tausende von Leuten, die, und weil der Beitrag ist nicht hoch, also es kostet nur 20 Euro. Aber wie gesagt, es ist eher dieses praktisch schlagkräftige Lobby-Netzwerk, das wir brauchen und auch bilden wollen dann mit unserer Gruppe. Wie sieht es aus mit Fördermitgliedschaften? Gibt es das? Das haben wir überlegt, ja, müssen wir mal machen, ja, vielleicht, ja, das ist, also gibt's schon, also wir haben, was wir gemacht haben, ist zum Beispiel, also es hat leider einen traurigen Hintergrund, letztes Jahr ist eine Vereinskollegin verstorben, Letizia Graffar, und die hatte einen Verkehrsunfall, tödlich verunglückt in Berlin, und da war tatsächlich der Schock und auch das Bedürfnis, irgendwas zu tun und diese Trauer auch aufzugreifen und zu kanalisieren. Da haben wir mit vielen anderen in Berlin vor allen Dingen haben wir gesagt, und auch in Frankreich, wir gründen einen Fonds, also Fonds Beton. Und das ist praktisch, den kann man fördern. Also man kann da wirklich unkompliziert bei uns auf der Seite mit so einem Spendentool kann man da einfach spenden, was man will. Jede Summe ist willkommen. Und seitdem fördern wir, also jetzt letztes Jahr und dieses Jahr das zweite Mal immer Comic-Projekte, die mit Deutschland und Frankreich zu tun haben. Weil das war ihr Job. Also Letizia war immer die Person, die franco-deutsche Kooperation gelebt hat im Comic. Und das ist uns auch wichtig. Und das ist zum Beispiel eine aktuelle Möglichkeit, wie man auch die Arbeit des Vereins oder den Comic fördern kann. Oder wie man sich auch bewerben kann zum Ganz Beispiel. Genau. Wenn man ein Projekt hat, die Fördersumme ist jetzt nicht wahnsinnig hoch, halt bis 500 Euro. Und aber wenn man ein Projekt hat, was eben in diesem Zusammenhang förderwürdig ist, dann kann man sich darauf bewerben. Projekte aller Art oder geht es vor allem um Comics? Es geht um Comics und eben den Bezug zu Deutschland und Frankreich. Mhm, okay. Gerade da ist es faszinierend, wie viel ihr macht, wie viel Netzwerk und Veranstaltungen, wo es davon, sage ich mal, zumindest Beitragsseite aus jetzt gar nicht so viel gibt, was da auf euch zukommt, einfach aufgrund der begrenzten Anzahl der Leute. Ihr habt dann also andere Möglichkeiten, auf Budgets und Kassen zu greifen, um eure Aktionen und Events durchzuziehen. Also das ist ganz klar, wie das viele Vereine machen. Ne? Also das ist ja wirklich, Deutschland ist ja immer noch ein Vereinsland und das ist halt immer, das meiste ist ehrenamtlich, ne? Also von der Tätigkeit. Also und dann muss man natürlich einfach Projektgelder beantragen. Ne? Also wir haben zum Beispiel jetzt dieses Projekt war halt eben klar durch diese Kooperation mit dem LCB und dem BKM, ne, war klar, das ist, da gibt es eine Finanzierung und das klappt auch recht gut. Und dann werden auch Leute eingestellt, je nachdem, und bezahlt. Ne? Und da wurde, wir hatten einmal dieses Projekt Alphabet des Ankommens, Comic-Reportagen, da hatten wir eine Förderung 2016, 17 von der Bundeszentrale für politische Bildung, konnten wir auch 4 Leute einstellen und so. Und dann mache ich dann oder jemand anders oder jetzt Katharina hier bei der Expansion, die machen halt dann Projektmanagement. Ne? Also dann auch mit einer Aufwandsentschädigung. Und oder jetzt im Herbst gibt es diese Panelparade, möchte ich auch schon einladen. Mitte September ist es hier im Luisenbad. Da geht es um die Frage Comic als Präsentationsform. Also wie funktionieren Comic-Lösungen? Werden auch Künstler kommen und erzählen und das präsentieren. Es wird aber auch eine Konferenz für Mittlerpersonen geben, wie Lehrer oder andere Interessierte. Und das ist eine Kooperation auch mit einer Gruppe, die da schon lange auch aktiv ist in dem Bereich. Also das machen wir auch, eben so ganz konkrete Projektkooperationen, wo wir dann der offizielle Antragsteller sind, in dem Fall beim Senat Berlin. Mhm. Und jetzt sind wir bei der Comic Expansion, einer Konferenz, wo ich schon ganz viele tolle Leute kennengelernt habe, auch viele Gesichter wieder getroffen. Es ist so ein bisschen auch so, ach hi, gibt sich auch noch was, nur die letzten 3 Jahre und so. Also wirklich ganz toll. Warum sind wir eigentlich hier? Was machen wir? Was sind die Ziele der Konferenz Comic Expansion? Das hatten wir ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ne? Und das kann ich mir, also kann ich nur wieder anknüpfen, vor allem den zu schauen, wo steht der Comic gerade? Ja. Was brauchen wir, um halt den deutschen Comic einfach noch stärker zu fördern und sichtbar zu machen? Und es werden ja in Deutschland sehr, sehr viele Comics gelesen, aber es sind halt wenig deutschsprachige Comics, die gelesen werden. Und da eben zu schauen, wie können wir da die Szene fördern und wie kann sich die Szene weiterentwickeln. Und da sind wir ja, haben wir ja verschiedene Workshops hier. Da geht es einmal um Wissensvermittlung eben, den Bereich Bildung, dann den Bereich Ausbildung natürlich ganz wichtig.
Förderung, wie sollten vernünftige Stipendien aussehen? Und Comic-Orte, da macht Axel auch den Workshop, kann er vielleicht auch gleich noch ein bisschen erzählen als Moderator. Und dann natürlich auch die Präsentation, Repräsentation, also wie wird zum Beispiel Comic auch, wie kann man das nach außen tragen? Ne? Also da geht es eben auch wieder ganz stark auch um Sichtbarkeit, auch eben über die Grenzen hinaus. Ja. Perspektiven für das Medium, die hier in Workshops erarbeitet werden mit fachkompetenten TeilnehmerInnen, die dann Ziele formulieren. Was passiert mit diesen Zielen? Genau, das ist halt eben auch so dieser unausgesprochene Deal mit dem BKM, ne, zu sagen, okay, ihr finanziert es ja auch, um zu sehen, was im Comic passiert. Weil halt klar, wenn man jetzt jahrzehntelang eben den Comic nicht gefördert hat auf nationaler Ebene und wie gesagt, historisch das immer so war, ja entweder Comic ist halt irgendwie Populärkultur oder dann die Phase, ja ihr könnt euch ja bei Literatur oder Kunst bewerben, was nicht hilft. Und jetzt ist die Phase, ja, wir müssen da wirklich was tun. Deshalb steht es auch im Koalitionsvertrag. Aber was machen wir denn da jetzt genau? Was ist denn? Was habt ihr für Sorgen und Probleme oder Ansprüche und Interessen und Ideen? Und das ist natürlich wirklich nicht zu unterschätzen, dass dann wie gestern in dieser Videobotschaft, die Claudia Roth extra für die Veranstaltung gemacht hat, weil sie leider selber nicht kommen konnte, wo sie ganz klar sagt, ja bitte sagt uns, was euch beschäftigt, sagt, wo will der Comic hin, was braucht es? Und da sind wir vom Verein ja ganz eindeutig auf dieser Seite, es geht um Gleichbehandlung, ne? Also wenn Künstler anderer Bereiche das können und Literaturförderung, Kunstförderung existiert, warum gibt es das nicht für Comic? Ne? Das ist eigentlich ein Skandal. Und da sind die sehr offen. Ne? Die sagen halt wirklich, ah ja, klar, okay, richtig und so. Und ist das denn, ja, es ist ein eigenständiges Medium, ah ja und so. Und das geben wir denen jetzt. Ne? Und Katharina hat zum Beispiel auch schon einen Reader begonnen mit einer Materialsammlung, also wo zum Beispiel Texte über Förderung auch niedergeschrieben sind. Was gibt's überhaupt? Ne? Also richtig mit Zahlen, Daten, Fakten, weil das braucht man natürlich auch, um das einschätzen zu können. Deutschland ist eine komplizierte Kulturförderlandschaft mit Bund, Ländern und Kommunen. No, und das ist halt eben jetzt der Versuch, das eben wirklich hier auch nochmal dann zu hinterlegen mit den Meinungen der Akteure aus dem ganzen Land. Und dieser Reader soll eben nicht nur für das BKM sein, sondern wir machen den dann auch öffentlich auf der Comic-Expansionsseite. Da kann sich dann jeder die Dateien runterzupfen, weil das sind ja wirklich wichtige Informationen, die jeder Comic-Schaffende dann auch braucht. Zum Beispiel, wenn er sich überlegt, ich würde gerne gefördert werden, was für Förderungsmöglichkeiten gibt es denn überhaupt? Und wir haben da einige sehr interessante Texte und Informationen zusammengetragen und ich hoffe, wir können den dann im Juni die Texte auf die Seite stellen. Sehr gut. Also finde ich mega faszinierend, mega spannend, auch liebes Publikum. Ihr habt da auf jeden Fall die Möglichkeit, das ganze Ding dann eben da auch da online zu bekommen. Also ich habe jetzt einen Tag schon hinter mir und es sind so viele Eindrücke, so viele Informationen. Ein kleiner Fakt, ich habe gedacht, ich würde alle Comicpreise in Deutschland kennen und glaubt mir, kein Mensch kennt alle Comicpreise in Deutschland, der sich nicht damit beschäftigt. Also es ist wirklich total faszinierend. Ich freue mich mega. Ich bin total auch so ein bisschen so in so einem Flow. Ich find's geil. Vielleicht könnt ihr nach einem Tag schon so ein kleines erstes Fazit ziehen. Findet ihr es auch so geil? Und könntet ihr euch vorstellen, dass es im nächsten Jahr weitergeht? Ach, das wäre toll. Ja. Ja, das haben wir natürlich auch überlegt. Das müssen wir einfach nochmal final besprechen. Also natürlich sowohl mit den Geldgebern als auch mit den Partnern und Leuten. Das ist, weil wie gesagt, man muss immer aufpassen. Manche Sachen kann man nicht so gut wiederholen. Also da muss man auch überlegen, ist vielleicht ein anderer Rhythmus notwendig. Ne? Aber an sich ist es, muss ich sagen, so wie es bisher, dank eben Katharinas und Lea Hübners Organisation und auch Julia Orsus, die hier vom Haus ist, ist das wirklich einfach eine sehr runde Sache erstmal für mich. Ich fand es total spannend, immer das ist nichts Überraschendes, werdet ihr beide auch kennen, immer zu sehen, dass natürlich die Comic-Szene auch immer sehr mit sich selbst beschäftigt ist, wie so viele andere Szenen auch, das ist normal und dass man das natürlich auch lernen muss in der Veranstaltung, dass es ja nicht nur für uns ist, so von wegen, was haben wir alles Tolles gemacht und warum hört uns niemand, sondern das ist ja gerade die Möglichkeit, es auch zu formulieren, ne, an eine kulturfördernde Institution des Bundes und dass es auch eine Lerngeschichte ist, dass wir auch da einfach wirklich selbstbewusst auch sagen müssen, ja, das ist alles toll, was hier passiert,
warum wird da nicht mehr gemacht vom Bund her, aber eben auch zu sagen, okay, wir müssen auch mit den Leuten sprechen, die Comic eben nicht kennen. Also das ist für mich immer so ein ganz wichtiger Punkt, weil ich meine, wir können hier zu dritt ewig über Comic sprechen, aber die meisten Leute oder sehr viele Leute auch aus dem eigenen Freundesbekanntenkreis oder eben auch in solchen Förderinstitutionen haben diesen Zugang nicht und deshalb muss man dann auch wirklich da offen sein und sagen, ja, okay, stimmt, ja, es gibt Asterix, es gibt Entenhausen, aber es gibt noch so viel mehr. Ne? Und das ist, glaube ich, einfach auch eine Vermittlungsaufgabe dieser Veranstaltung, das auch nach außen zu tragen. Mit diesem externen Gedanken finde ich sehr schön. Das Mittag wartet auf uns. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Na, danke dir. Ja, das war sie, die Mai-Ausgabe, die jetzt irgendwie im Juni kam und naja, halt ein bisschen später. Ich habe länger im Schnitt gebraucht und freue mich trotzdem, dass ich bis hierhin gehört habe. Vielen Dank dafür. Das waren die Interviews, die ihr bekommen habt von dem Comic Park in Erfurt. Im Anschluss gab es dann noch dieses Panel, das ich geführt habe auf der Bühne im Comic Park und dann eben ganz zum Schluss noch das große Interview zur Comic Expansion. Es war mir eine Freude, diese Veranstaltung im Mai zu besuchen und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Hören dieser Gespräche, den ich halt da beim Aufzeichnen auch hatte. Jetzt hier im Juni ist ja der große internationale Comic-Salon in Erlangen und ich kann euch sagen, Halleluja, ich habe die letzten Tage fast nichts anderes gemacht, als Termine dafür auszumachen. Es kommen ungefähr circa 20 Termine am Tag auf mich zu und das sind 4 Tage, also volles Programm. Es wird echt ein Riesenakt. Aber auch ein bisschen geil. Ich freue mich mega drauf und würde mir auch wünschen, euch dort irgendwie zu treffen. Wenn ihr irgendwie einen Typen mit einem lustigen Anzug rumlaufen seht, dann quatscht ihn gerne mal an. Vermutlich habe ich auch eine Telestammtischmütze oder eine Comic-Cookies-Mütze auf. Nutzt die Gelegenheit, quatscht mich an. Vielleicht habe ich sogar ein Mikro dabei und wir können irgendwas für den Podcast machen. Und ja, wäre geil. Ich freue mich mega auf euch und wie gesagt, im Juni und Juli und August werdet ihr sowohl beim Telestammtisch als auch bei den Comic-Cookies wahnsinnig viel Material auf die Ohren kriegen. Was wir aufzeichnen werden, ist der Hammer. Ich habe auch ein bisschen Angst davor und ich freue mich trotzdem. Leute, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.